So, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Dann beginnen wir die letzte Gemeinderatssitzung des heurigen Jahres. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Der feststellen die ordnungsgemäße Einberufung und die Beschlussfähigkeit. Allfällig für den Gemeinderat wichtige Mitteilungen ist immer das Gleiche. Die Gemeinderatssitzung wird live im Internet übertragen. Ob es eine Mitglieder gibt es da bei mir derzeit noch keine vermerkt. Die Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 01.02.2017. Gibt es dagegen einen Einwand? Wenn es nicht der Fall ist, dann ist diese Verhandlungsschrift vom 01.02.2017 genehmigt. Es liegt ein Dringlichkeitsantrag vor, über den wir jetzt abstimmen werden, aber vorher würde ich die Frau Baumgartner bitten, diesen Dringlichkeitsantrag vorzulesen. Ja, es gibt den Dringlichkeitsantrag gemäß 14 GGO des Gemeinderatsklubs der Bürgerliste Die Grünen mit dem Inhalt, Sie stellen den Dringlichkeitsantrag, die Durchführungsverordnung gemäß § 29 Absatz 2 Salzburger Landessicherheitsgesetz vom 25.10.2017 betreffend eines allgemeinen Bettelverbotes wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Dann lasse ich über diesen Dringlichkeitsantrag abstimmen. Wer mit dieser Dringlichkeit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Dann wird diese Dringlichkeit abgelehnt. Da wird der normalen geschäftsmäßigen Behandlung zugeführt. Antragsbegehren liegen keine vor. Dann kommen wir zur Behandlung der Tagesordnung. Da ist noch als Information Top 28 bitte abzusetzen und Top 39 abzusetzen. Wir haben dann am Ende der Tagesordnung auch noch eine mündliche Anfragebeantwortung an die Kollegin Hagenauer, auf das nicht zu vergessen. Dann beginnen wir mit der Tagesordnung, in der Euler Tradition mit dem Budget reden und ich darf einmal die kleinste Fraktion, den Dr. Ferch, bitten zu beginnen und dann aufsteigend die einzelnen Budgetreden, bevor wir zu den Beschlussfassungen kommen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, sehr geehrte Damen und Herren, hier im Saal und zu Hause via Internet. Zum Budget 2019 möchte ich zuerst auf das Prozedere eingehen. Aus unserer Sicht hat sich der Stil der Zusammenarbeit bei den Budgetberatungen sehr positiv entwickelt. Es wurde offen kommuniziert. Auch die beiden Einzelgespräche mit dir, Herr Bürgermeister, und der Finanzdirektion waren informativ, sehr informativ, und unsere Fragen wurden ausführlich beantwortet. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Ich glaube, wir haben alle gesehen, wie sehr du dich für einen guten Abschluss eingesetzt hast. Dass im Budgetsenat nur mehr die Abweichungen besprochen wurden und nicht, so wie in den Jahren davor, alle Einzelpositionen durchgekaut werden mussten, war ein aus unserer Sicht sehr positiver, eine positive Neuerung. Das Ergebnis dieser Beratungen und der Beschluss des Budgetsenats liegen heute vor und werden nun im Gemeinderat beschlossen. Wir, die Liste Salz, werden diesem Budget zustimmen, weil es ein gutes Budget ist und weil die Richtung stimmt und der auf Konsolidierung ausgerichtete Budgetpfad damit nicht verlassen wird. Der ordentliche Haushalt 2019 sieht Einnahmen in Höhe von 532.365.700 Euro vor und benötigt eine Rücklagenentnahme in Höhe von 607.500 Euro, um ausgeglichen zu sein. Im außerordentlichen Haushalt hatten wir im letzten Budget, also im Budget für 2018, noch mit einer Netto-Neuverschuldung von 27,5 Millionen gerechnet. Für 2019 planen wir eine Netto-Neuverschuldung von rund 2,4 Millionen ein. Das ist an sich eine positive Entwicklung. Wir hätten es natürlich lieber gesehen, dass man in Zeiten der Hochkonjunktur überhaupt keine Netto-Neuverschuldung einplanen muss, sehen aber auch ein, dass dies nicht zuletzt wegen der von uns vielfach kritisierten Prestigeprojekte noch nicht möglich ist. Die Richtung stimmt aber. Hatten wir für 2018 noch eine Überschreitung des erlaubten Maastricht-Defizits in Höhe von 27,6 Millionen eingeplant, so betragen der für
2019 budgetierte Maastricht-Saldo sowie der strukturelle Saldo nach ESVG rund minus 10,7 Millionen. Verpflichtend wäre natürlich auch hier ein ausgeglichener Saldo. Daher sollte die Stadt, wie die Finanzabteilung richtig feststellt, ihre Wirtschaftsführung auf Verbesserung des Haushaltsergebnisses im Sinne des ESVG 2010 ausrichten, alle Maßnahmen zur Reduktion steuerbarer Ausgaben ergreifen und erforderlichenfalls die dazu in der Vorschlags- und Rechnungsabschlussverordnung verankerten buchungstechnischen Möglichkeiten nutzen. Auch wenn die Fiskalregeln über alle Gemeinden des Landes gerechnet werden, so hat Salzburg aufgrund seiner Größe einen überproportional hohen Einfluss auf das Ergebnis. Es droht daher, wenn das so käme, ein Sanktionsbeitrag von 15%, wenn, ich sage jetzt einmal, alle Gemeinden gleich agieren würden wie wir. Und ich sehe auch nicht ein, dass Twengen uns herausreißt oder andere Gemeinden. Das heißt, bei einem Sanktionsbeitrag von 15% wären das auf die Stadt gerechnet 1,6 Millionen Euro. Eine Bedrohung, die wir in den Griff bekommen werden, da bin ich überzeugt. Und damit bin ich auch überzeugt, dass dem Gemeinderat hier keine Haftungen erwachsen. Einem Trend wollen wir uns aber nicht verschließen. Wir hätten gerne eine Planung nach geografischen Kriterien, aus der man entnehmen kann, wie viele Budgetmittel in welchen geografischen Bereich, wie zum Beispiel in welchen Stadtteil fließen. Damit hätte die Politik auch die Kontrolle und Übersicht, für welche meist kleinen Gruppen von Menschen wo in Salzburg etwas gemacht wird und könnte damit noch gerechter planen, als dies heute der Fall ist. Dieses Budget ist nach Abwägung aller Pros und Kontras ein gutes Budget. Wir, die Liste Salz, werden ihm zustimmen. Vielen Dank. Als nächstes der Clubvorsitzende Reindl, bitte. Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wie alles im Leben kann man alles natürlich immer von zwei Seiten betrachten. Bruno Kreis Gemeinde 1981, ein paar, schön für die Sozialdemokratie, ein paar Milliarden Euro Schulden mehr bereiten ihm weniger schlaflose Nächte als ein paar hunderttausend Arbeitslose. Auf der anderen Seite hat der Karl-Heinz Grasser Anfang der 2000er in seiner Budgetrede begonnen. Ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget. Beide Aussagen haben vermutlich ihre Berechtigung und die Wahrheit liegt wie so meist irgendwo in der Mitte. Uns Freiheitliche geht es nicht darum, hier und heute alles schlecht zu reden. Wir müssen differenzieren, auch beim Budget 2019. In den letzten Monaten hat sich in der Stadt Salzburg viel verändert. Die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat haben sich ein bisschen verschoben, so ganz leicht von links in die bürgerliche Mitte. Und ich finde, das ist gut so. Nicht, weil ich von der ÖVP mittlerweile so überzeugt wäre, sondern weil das freie Spiel der Kräfte auch hier im Gemeinderat so mehr Möglichkeiten bekommt. Als Oppositionsfraktion wissen wir es selbstverständlich auch zu schätzen, dass man uns in die Budgetvorbereitungen diesmal zumindest etwas mehr eingebunden hat. Die Qualität der Zusammenarbeit hat sich mit dem Bürgermeister im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessert und wir sehen auch, dass dieses Budget etwas mehr Wahrheit in sich trägt als in den vielen Jahren zuvor. Die Maastricht-Kriterien werden vermutlich eingehalten. Auch die Schuldengrenze wird unter dieser ominösen Summe von 140 Millionen Euro bleiben. Und wir sehen das schlichtweg einfach als auch ein ganz wichtiges Signal, welches die Stadt durch diese Maßnahmen aussendet. Ganz wichtig für uns ist allerdings, dass die Regionalstadtbahn-Erweiterung endlich in die Planungsphase gebracht werden wird. Das wird selbstverständlich einiges an Geld kosten, aber wir sind davon überzeugt, das ist eines der ganz wesentlichen Projekte
der kommenden Jahre sein wird. Weniger Stillstand, weniger Stau und dadurch auch mehr Lebensqualität für alle Stadt-Salzburger. Werte Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen, die ihr heute alle diesem Budget zustimmen werdet, ich stimme auch zu. Allerdings nur darin, dass das Budget etwas transparenter und etwas ehrlicher als in den rot-grünen Jahren zuvor erstellt wurde. Das Problem ist nämlich letztendlich wieder das Gleiche, dass sehr viel Geld leider in die falschen Töpfe gesetzt wird, während einige andere wieder durch die Finger schauen werden. Während weiterhin einige wenige mit den üblichen Nice-to-have-Projekten unterstützt werden, wird die Masse der Stadt Salzburger hier nichts vom, und ich nenne es einmal so, linken Geldsegen wahrnehmen. Auf SPÖ-Wunschprojekte, wie zum Beispiel, aber der Herr Wagner da hinten lächelt, aber auf SPÖ-Wunschprojekte wie ein 30 Millionen Euro Fotomuseum möchte ich erst gar nicht eingehen. Wenn das die angekündigte rote Handschrift im Budget sein soll, dann bin ich froh, dass euch der rote Filzstift letztendlich zumindest bei diesem Projekt ausgegangen ist. Beim Thema Schulsanierung sind wir uns vermutlich eher einig. Hier wird eine Offensive brauchen. In den letzten 10 Jahren ist hier auch unter einer rot-grünen Rathausmehrheit sehr wenig weitergegangen. Und selbst du, lieber Bernhard Auinger, hast zugegeben, außer beim Bildungscampus Knigl hat die Salzburger Stadtregierung ihre Pflichtausgaben nicht erfüllt und den Kindern im wahrsten Sinn des Wortes die Decke auf den Kopf fallen lassen. Bei unserer Jugend und bei der Bildung spart die Stadtregierung. Also, weil bis jetzt sind es nur Ankündigungen, was alles passieren soll. Aber wenn es darum geht, dass wir irgendwelche Kultur- und Leuchtturmprojekte durchziehen, dann geht ordentlich was weiter. Und da darf ich an ein paar Projekte kurz erinnern. Das Zirkuszelt, allen bekannt, über 1 Million Euro Stadt und Land haben wir das subventioniert und jährliche Kosten von über 60.000 Euro. Und da bin ich wirklich gespannt, was bei diesem 17 Jahre alten Zirkuszelt noch so alles daherkommen wird. Die übrig gebliebenen Gelder der Biennale in der Höhe von 70.000 Euro, die schicken wir dann einfach weiter an die Vereine Aspekte, Start, Plan 21 und so weiter. Geld genug vorhanden. Der Verein sieht, wird abermals entschuldet, aber wir lernen scheinbar aus unseren Fehlern nicht. Der Verein Ab stellt sich ja mit Kartonkärtchen auf die Färöerinseln, wartet, bis die Dynamik des Windes in Zeit, Fluss und Raum beginnt sich zu erklären. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin durchaus, auch was solche Dinge betrifft, sehr offen, aber das sollen Sie die Herrschaften bitte selbst finanzieren und nicht mit unserem Steuergeld. Zum Verein Burdo möchte gar nicht viel erwähnen, das habt ihr alles in der Zeitung gelesen. Da werden auch Unsummen an Steuergeldern verprasst. Ich würde mir wünschen, dass man diese 100 Quadratmeter an Büroräumlichkeiten vielleicht irgendwelchen Obdachlosen zur Verfügung stellt. Da wäre einigen Menschen vermutlich mehr geholfen. Einigen Menschen, nämlich behinderten Menschen, beeinträchtigten Menschen, wäre auch mehr geholfen, wenn die Stadt Salzburg endlich diesen Behindertenklagsfonds einrichten würde. Aber auch da schlägt ihnen von Rot und Schwarz mit der entsprechenden sozialen Kälte entgegen. Mehr Wärme und weniger Kälte versprüht die Stadt zumeistens beim Thema Zuwanderung, wenn es darum geht, dass wir Geld in die Hand nehmen, um Nicht-Österreicher zu integrieren, dann ist das nie ein Problem. Wenn es darum geht, dass wir für eine Rückkehrberatung, Frau Kollegin Hagenauer, ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um diesen Menschen, das ist bei der Integration auch, dann heißt immer nicht Stadtkompetenz. Alles in allem viele wenig sinnvolle Projekte. Da läppert sich auch einiges zusammen, aber dort, wo es definitiv dann wirklich wehtut, dort, wo die Stadt-FPÖ null Verständnis hat, dort reden wir über das Rauchmühle-Projekt. Insgesamt frisst dieses Kulturwunsch- und Leuchtturmprojekt um die 15 Millionen Euro weg, 2019 alleine 5,6 Millionen Euro. Völlig indiskutabel, und das sage ich auch ganz klar, im Gegensatz zur ÖVP lassen wir uns in dieser Sache mit Sicherheit nicht einkaufen. Und ich verstehe es auch nicht ganz, denn außer der SPÖ und der Grünen Bürgerliste sind scheinbar
keine Mitglieder in diesem Gemeinderat für dieses Rauchmühle-Projekt und trotzdem wird es durchgewunken. Und ich verstehe auch Sie, Herr Bürgermeister, Sie brauchen Mehrheiten in diesem Gemeinderat, aber man sollte halt dabei seine eigene politische, in dem Fall die politische schwarze Seele, nicht verkaufen. Viele Pflichtausgaben bleiben genau wegen dieser Projekte auf der Strecke. Mit den Rücklagen werden wir sie nicht mehr finanzieren. 2019 ist der Rücklagentopf leergeräumt und aufgebraucht. Und da bin ich dann wirklich gespannt, wie wir diese Schuldsanierungen in der Höhe von 200 Millionen Euro tatsächlich umsetzen werden. Da bin ich gespannt, wie wir die ganzen Platzstraßen- und Brückensanierungsmaßnahmen tatsächlich umsetzen werden. Da bin ich gespannt, ob wir tatsächlich das Wirtschaftsprojekt und die Aussegnungshalle sozusagen umsetzen werden. Vieles von diesen Projekten wurde und wird auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben, weil in den letzten Jahren eine völlig verfehlte Budgetpolitik gemacht wurde. Und zwar nicht von den Mitarbeitern der Vira, denen man absolutes Dank hier und Anerkennung sagen muss für die hervorragende Arbeit, bevor die Kollegin Hagenauer wieder beginnt, alle Magistratsmitarbeiter zu verteidigen. Um die geht's nämlich nicht, sondern es geht um die Salzburger Stadtregierung. Ich gebe auch zu, oder ich sage es ganz deutlich, es hat durchaus konstruktive Gespräche mit dem Herrn Bürgermeister gegeben. Ich hatte phasenweise auch das Gefühl, dass er die Zustimmung der Freiheitlichen zu diesem Budget haben möchte, aber eben nur phasenweise. Wir haben auch keine utopischen Forderungen gestellt, wie das einige andere Fraktionen getan haben. Und ich darf es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Es war der Behindertenklagsfonds ein Schnäppchen, bitte, um 15.000 Euro. Die Suchtspielberatung um 30.000 Euro, ein hochprofessionell funktionierender Verein, und die Kollegin Hagenauer kann mit diesen Menschen scheinbar nicht. Der Altstadt-Haltungsfonds außerhalb Zone 1, 200.000 Euro, wir lassen nicht lieber die historischen Gebäude weiter verfallen. Und ich habe auch ganz klar gesagt, wir wollen weg von diesem Wachdienst Fleckerlteppich, statt diesem eine günstigere, eine effiziente, stadteigene, gut ausgebildete Sicherheitswache. Der Kollege Auinger, glaube ich, hat es in Innsbruck angeschaut, aber umsetzen damals trotzdem nicht. Und der Kollege Karl hat gesagt, Populismus, 250 Euro Öffi-Jahresticket, das haben wir schon seit Jahren gefordert, aber das wird der Kollege Karl wahrscheinlich nicht wissen, wäre leicht finanzierbar und leistbar gewesen und wäre, glaube ich, ein guter Start in dieses ganze Verkehrskonzept, das uns der Landesrat Schnöll jetzt von Salzburg sozusagen ermöglicht, umzusetzen. Nicht eine einzige Forderung, Herr Bürgermeister, wurde erfüllt. Das ist keine sonderlich gute Basis für eine Zusammenarbeit, aber wird man schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Wir sehen zumindest keine Möglichkeit, diesem Budget zuzustimmen und lehnen es daher ab. Das überrascht mich jetzt sehr. Und übrigens, die Rauchmühle finde ich ein ganz tolles Industrieprojekt. Das Gebäude hat wirklich Substanz und lasst uns das mal weiterentwickeln. Da kann wirklich noch was Tolles daraus entstehen. Herr Magister Hertel, bitte, von den NEOS. Ja, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Salzburg, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, sehr geehrter Herr Bürgermeister, die Sitzungen zur Festlegung des jährlichen Budgets ist nicht nur für die Stadtpolitik die wichtigste Sitzung des Jahres, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, wo beschlossen wird, wie das von Ihnen zur Verfügung gestellte Geld am Ende des Tages für Sie verwendet wird. Liebe Bürgerinnen und Bürger, dass Sie mal die Dimension verstehen, wir haben gesprochen über Budget im Jahr 2019, über 626 Millionen Euro an öffentlichen Geldern. Davon sind 532,37 Millionen gehen in den ordentlichen Haushalt und 93,70 gehen in Millionen gehen in Investitionen. Wir NEOS, wir werden für das Budget 2019 stimmen, und zwar im Gegensatz zur FPÖ nicht, weil alle Positionen der NEOS sich im Budget zu 100% wiederfinden. Für uns ist das Budget etwas, wo auch unsere Forderungen in einem größeren Kontext zu betrachten sind. Denn diese öffentlichen Gelder, die sich da in diesem Budget befinden,
erfüllen auch wichtige Aufgaben, ja, wie Müllabfuhr oder Seniorenbetreuung oder beispielsweise die Straßensanierung. Und wenn man dagegen stimmt, gegen so ein Budget, muss man sich fragen, was ist wichtiger? Sind es meine Positionen oder sind es die Grundbedürfnisse der Bürger und Bürgerinnen der Stadt? Wenn man dagegen stimmt, Herr Kollege Reindl, muss man sich wirklich fragen, ist die eigene Position wichtiger wie die Grundbedürfnisse der Bürger der Stadt Salzburg? Wir NEOS verstehen uns als eine konstruktive und eine verantwortungsvolle Kraft und uns sind diese Grundbedürfnisse der Bürger wichtiger als unsere eigenen Positionen. Natürlich gibt es auch, wie bei jedem Budget, einiges zu kritisieren. Es gibt aber auch sehr positive Entwicklungen. Ich darf nochmal das aufgreifen, was der Kollege Ferch eingangs schon festgestellt hat. Auch ich habe festgestellt, dass die Budgetvorgespräche mit Herrn Bürgermeister Bräuner sehr offen und auch konstruktiv gestaltet worden sind. Ja, es hat eine Möglichkeit gegeben, für jede Partei Vorschläge einzubringen, sogar über Einsparungen und Ausdehnungspositionen. Und es hat dann einen informellen Diskurs gegeben über die wechselseitigen Standpunkte. Wir NEOS sind wirklich dafür, diese neue Praxis auch hinkünftig beizubehalten, weil das macht wirklich Sinn. Positiv im Budget enthalten und auch von NEOS von Anfang an unterstützt und gefordert sind diese 2 Millionen Euro für das Radwegeprogramm. Es ist auch für die Schulen, für die Kindergärten und Horte sind 7,5 Millionen Euro budgetiert worden. Das sind Investitionen in die Zukunft für unsere Kinder, die sie doppelt und dreifach auszahlen werden. Zu erwähnen bleibt auch, dass drei Verwaltungsassistentinnen im Budget enthalten sind zur Entlastung der Schuldirektoren. Auch das ist eine Forderung, die von NEOS umgesetzt wurde. Was ist zu kritisieren? Ja, es ist ein Betrag von 25.000 Euro und eine vorangehende Evaluierung für den Ausbau der Sprachförderung budgetiert worden, für die städtischen Kindergärten. Das ist ein Betrag, wo noch viel Luft nach oben ist. Einfach mal festzuhalten, wir haben 49% der Kinder in den städtischen Kindergärten mit Förderbedarf. Da ist wirklich noch Luft nach oben mit 25.000, denn jeder Euro zahlt sich doppelt und dreifach aus. Alles das, was man so früh als möglich fördert, muss man nachher weniger fördern. Ich komme auch zu einem Punkt, den wir kritisieren, den wir schon des Öfteren auch da herinnen gefordert haben. Das ist dieses Jugendzentrum Salzburg Süd. Grundsätzlich nehme ich es natürlich zur Kenntnis, dass diese Forderung von uns nicht gutiert worden ist. Das Einzige, was mich wirklich dabei gestört hat, das war die Begründung, da muss ich jetzt die Frau Vizebürgermeister Hagenau ansprechen, und zwar auf die konkrete Frage, warum nicht, ist mir gesagt worden bei dieser Sitzung, wir haben doch eh einen Skaterpark und eine mobile Jugendbetreuung im Süden der Stadt Salzburg. Und das verstehe ich nicht ganz, weil dieser Skaterpark ist ja nicht nur für die Jugendlichen im Süden der Stadt Salzburg, sondern der ist für alle. Und wenn man jetzt an Größenschluss zieht, wenn man sagt, überall da, wo eine Sportmöglichkeit ist für Jugendliche, dann brauche ich keine Jugendbetreuung, dann braucht man am Ende des Tages in der Stadt gar keine, weil wir haben relativ viele Sportplätze letzten Endes. Also was mir einfach nicht gefällt, ist die Begründung, die dahinter steht, und wir werden auch diese Forderung jedes Jahr wiederholen. Ich verstehe einfach nicht, was bei den Jugendlichen im Süden der Stadt Salzburg fehlt, Frau Vizebürgermeister, dass diese sogar im konkreten Fall von links liegen lassen worden sind. Weil es ist, ein Bedarf ist eindeutig da. Ist eh im Norden, ist eh da. Ist eh da. Wir haben in jeder Richtung haben wir eins. Also nur da im Süden nicht. Ja. So, 6,3 Millionen Euro für den öffentlichen Verkehr sind auch gut. Ja. Aber zu wenig. Man hätte aber auch nicht mehr ausgeben können, weil nach wie vor dieses Gesamtkonzept fehlt. So. Ein letzter Kritikpunkt. Wie schon eingangs gesagt, Budget ist öffentliches Geld und wir NEOS sind auch dafür im Sinne der Transparenz, dass öffentliches Geld auch
öffentlich diskutiert wird. Für mich stellt sich wirklich die Frage, warum kann man nicht das gesamte Budget in der Budgetberatung öffentlich diskutieren? Es gibt da diese Institution dieser Restantenrunde, wo abgesehen von der Abteilung 4 und dem Magistratsdirektor ausschließlich politische Entscheidungsträger anwesend sind. Für mich stellt sich wirklich die Frage, ob diese Institution nur zeitgerecht ist. Denn wir alle daherinnen sprechen regelmäßig davon, dass wir Bürgerbeteiligung wollen. Und nach unserem Verständnis fängt Bürgerbeteiligung bei Information und Transparenz an. Welcher Eindruck entsteht beim Bürger, wenn Budgetpositionen zu diversen Vereinen und Institutionen über ein paar tausend Euro und heuer sogar der außerordentliche Haushalt hinter verschlossenen Türen verhandelt wird? Und welche Entscheidung können wir überhaupt in einer Restantenrunde treffen, ohne die ressortzuständigen Abteilungsleiter und Fachkräfte, die nämlich da nicht anwesend sein dürfen? Salzburg ist nicht die einzige Stadt in Österreich mit so einer Tradition, aber Salzburg kann die erste Stadt sein, die sich traut, mit so einer überholten Tradition zu brechen und das gesamte Budget öffentlich und damit transparent zu diskutieren und die Bürger daran zu beteiligen, weil unserer Meinung nach haben sie einen Anspruch darauf zu wissen, was mit ihrem Steuergeld passiert und wie entschieden wurde. Danke. Vielleicht zur Klarstellung, außerordentlicher Haushalt ist natürlich öffentlich diskutiert worden, die Senatssitzungen sind öffentlich, der Greifeneder war gerade vor kurzem in anderen Städten. In vielen anderen Städten in Österreich sind sämtliche Ausschusssitzungen nicht öffentlich. Wir sind da wirklich weit vor allen anderen Städten, bei uns wird alles öffentlich diskutiert. Und das Kleine, was halt dann noch überbleibt in der Restantenrunde, dass man das mit der Magistratsdirektion bzw. mit der Finanzabteilung auch nur mit den Clubobleuten bespricht, sehe ich, ist kein großes Problem, wenn man sich überlegt, was bei uns alles öffentlich ist. Wenn Sie sich mal vorstellen, wenn alle Ausschüsse nicht öffentlich wären, die erste öffentliche Sitzung wäre der Gemeinderat, in anderen Städten dann die Gemeinderatssitzung, eben aus diesem Grund wesentlich länger, das hat jetzt nichts mit der Länge zu tun, aber es kann jeder sich zu Wort melden, jeder kann sich das anhören, also transparenter, glaube ich, geht es ja fast nicht mehr. Der nächste ist der Dr. Hüttinger, bitte. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auf den Punkt noch zurückkommen, den Sie ansprechen, Herr Kollege Hertel. Der Bürgermeister hat mir vorher gefragt, ob ich extra zum Friseur gegangen bin, weil er meine letzte Budgetrede ist. Und wir haben dann gerechnet, dass es die 27. ist. Und es ist schon interessant, wenn man die Forderung sich überlegt, wir haben am Anfang in den 90er Jahren unter Bürgermeister Dechand das Budget weitgehend in der großen Runde verhandelt. Das hat 3 Tage gedauert, also die längste Sitzung hat von Montag bis Mittwoch gedauert. Eine Sitzung hat gedauert bis um 7 in der Früh oder 6:30 in der Früh wurde dann unterbrochen, mit dem Effekt, dass, jetzt sage ich einmal, ein relativ großes Chaos geherrscht hat und keine sehr klare Struktur drinnen war. Der Weg, den wir in den letzten 20 Jahren gegangen sind, dass wir öffentlich die Budgetvoranschläge zunächst einmal vorlegen, diskutieren, in Ausschüssen öffentlich drüber reden, in der großen Runde öffentlich drüber reden und dann nur einen kleinen Teilbereich in der restanten Runde dann abklären, ist einer, der schon dazu geführt hat, dass es gelungen ist, alle Fraktionen einzubinden und am Schluss dann im Gemeinderat auch ein Budget vorzulegen, bei dem gerade die strittigen Positionen dann nur einmal diskutiert und besprochen werden können. Sie sehen ja heute, und die Wortmeldung vom Kollegen Reindl hat es ja auch gezeigt, es sind ja letztlich ganz wenige Positionen, bei denen es unterschiedliche Meinungen gegeben hat. Jetzt spreche ich nicht, und auf das möchte ich dann noch zurückkommen, von der grundsätzlichen Kritik, die vom Kollegen Reindl geäußert worden ist, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Kollege Reindl 3 oder 4 Positionen genannt, den Behindertenklagsfonds, das Öffi-Ticket und 3. Position. Das ist dann ganz wenig, was letztlich aus dem überbleibt. Und natürlich hat es in Ihrer Fraktion auch Vorschläge gegeben, auch bei uns, die nicht berücksichtigt worden sind. Aber wir halten das für wichtig, dass wir eine große Transparenz haben und Öffentlichkeit. Und ich würde auch bitten, dass Sie in Ihrer Fraktion das, was Sie jetzt da von heraußen fordern, in der Praxis auch tatsächlich dann umsetzen, gerade dann, wenn wir in Planungsausschüssen oft über
Dinge reden wie Abbruchansuchen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, wo Ihre Fraktion dann in der Regel ganz gern gegen die Öffentlichkeit stimmt und das in einer nicht öffentlichen Sitzung haben möchte. Vielleicht findet man da einen gemeinsamen Weg, dass wir da noch mehr Öffentlichkeit und Transparenz finden. Und das zweite Problem, das Sie geschildert haben, nämlich, dass es in der restanten Runde nicht möglich ist, mit Ressortverantwortlichen zu reden, das kenne ich sehr gut. Das ist am Anfang wirklich schwierig, bei dem Riesenbudget mit 650 Millionen da sich den Überblick zu beschaffen. Und ich habe Sie da überhaupt nicht beneidet, in Ihrer Situation da ganz frisch reinzukommen und gleich ein Budget verhandeln zu müssen. Kennt es, mir ist es damals genauso gegangen und das ist schrecklich. Also völlig d'accord. Sie werden sehen, wenn Sie die Funktion länger ausüben, dass es natürlich notwendig ist, nicht nur mit dem eigenen Ressortchef, sondern auch mit den anderen Abteilungen abzuklären, welche Positionen sind dann wichtig und die Informationen im Vorfeld einzuholen, weil es natürlich auch für einen Ressortchef nicht alles in einer Sitzung innerhalb von wenigen Minuten völlig klar ist, und auch der muss bei seinen Beamten nachfragen, was braucht man denn? Das müssen wir im Vorfeld klären und das geht. Das zur Frage der Transparenz. Einen zweiten Punkt möchte ich aber schon grundsätzlich ansprechen. Wir beschließen heute das Budget, das im Wesentlichen in den großen Teilen vom nächsten Gemeinderat nach der nächsten Gemeinderatswahl umgesetzt wird. Und gerade deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man dem nächsten Gemeinderat, der erst zu bestimmen sein wird, zu wählen sein wird, ein solides Budget hinterlassen. Und da widerspreche ich massiv der Kritik vom Kollegen Reindl, der von einer verfehlten Budgetpolitik der letzten Jahre gesprochen hat. Weil noch einmal, ich will das nicht so oft zitieren, weil das geht dann eh schon am Weg, wenn die alten Leute immer über die Vergangenheit reden. Aber die Stadt war schon mal in der Situation, dass das Budget wirklich, also dass sie am Rande einer Insolvenz war. Die Beamtengehälter konnten fast nicht mehr bezahlt werden, es gab Notverkäufe. Und dann hat sie eine gemeinsame Kraftanstrengung im Wesentlichen nahezu aller Fraktionen, die Freiheitlichen waren da leider nie dabei, gegeben, dass man Budget saniert und dass man solide Budgets mit mittelfristigen Planungen auf die Füße stellt. Und wenn man eins der Stadt Salzburg nicht vorwerfen kann, dann ist das eine Schuldenpolitik. Sondern es ist in den letzten zwei Jahrzehnten, und Sie haben es angesprochen, auch durchaus unter grüner Mitarbeit, unter einem sozialdemokratischen Finanzreferenten, aber in den letzten zwei Jahren mit Bürgermeister Breuner gelungen, dass wir ausgeglichene Budgets haben mit einer Perspektive für die Zukunft. Und wenn Sie sich andere Städte anschauen und Gemeinden anschauen, die keinen Spielraum für die Zukunft haben, dann unterscheidet sich die Stadt Salzburg sehr wohltuend. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir bei den großen Ausgaben, und wir reden ja in den Budgets oft über Positionen von 5.000 Euro, die zwar manchmal atmosphärisch wichtig sind, aber die ihr Budget nicht belasten, dass wir in den großen Ausgaben eine Struktur drinnen haben, die uns auch ermöglicht, dass wir in die Zukunft schauen können. Und Sie haben zu Recht angesprochen, dass es irrsinnig wichtig ist, dass wir die Schulen sanieren. Weil da wissen wir alle, welchen großen Sanierungsbedarf wir haben. Und wir haben erst in der letzten Sitzung des Stadtsenates den Pfad für ein Schulsanierungsprogramm in den nächsten 15 Jahren einstimmig beschlossen. Und Sie wissen auch, dass wir in den letzten 15 Jahren eine große Initiative gemacht haben zur Seniorenheim-Sanierung, die jetzt kurz vor dem Abschluss steht. Ich möchte mich da ausdrücklich noch an dieser Stelle auch für die Unterstützung aller Fraktionen in dieser Frage bedanken und möchte aber schon erwähnen, ich glaube, dass es ohne die Hartnäckigkeit der Uli Sage nicht gelungen wäre, das in dieser Art und Weise auch dem damaligen Bürgermeister Schaden so schmackhaft zu machen, dass das gelungen ist. Und wir sehen, danke. Und wir sehen schon, dass diese zunächst ja nicht spektakulär klingenden Positionen, die man dann im außerordentlichen Haushalt findet, obwohl da wahnsinnig große Investitionen drinnen sind, dass es die sind, die die Stadt gestalten. Wir wollen das auch im Schulwegebereich natürlich machen und da gibt es viele Unwägbarkeiten. Wie macht man das? Unsere Diskussion am Montag hat ja gezeigt, welchen Weg gehen wir? Wie können wir eine auf der einen Seite kostengünstige, andererseits qualitative Sanierung der Seniorenheime sicherstellen? Und das wird eine Herkulesaufgabe auch für die nächste Generation im Gemeinderat sein. Viele von Ihnen werden ja auch da wieder sitzen und da wünsche ich Ihnen wirklich viel Verantwortung und viel Glück bei der Umsetzung dieser wichtigen Aufgabe. Aber Sie werden es schaffen können. Weil wir in den letzten Jahren und auch in dieser Funktionsperiode dafür gesorgt haben, dass wir ein gutes, ausgeglichenes Budget haben, das die Basis auch für die Zukunft ist. Und das ist unser wesentlicher Bereich. Und wenn wir jetzt zum heurigen Budget, und das möchte ich nur ganz kurz streifen, weil wir es ja geschafft haben, und ich denke, das ist doch auch der Vorbereitung in den vielen Einzelgesprächen zu verdanken, dass es diesmal so eine große, breite Mehrheit für das Budget gibt,
dass mit Ausnahme Ihrer Fraktion alle anderen zustimmen. Wenn wir uns dieses Budget anschauen, dann ist es schon eins, das mir wichtig ist. Wenn von Seiten der FPÖ immer wieder die links-linke Kulturschikaria und diese Dinge kritisiert werden, dann sind es genau jene Positionen, die die Stadt für viele Menschen lebenswert machen. Ich spreche von einem wirklich breiten Angebot im Kulturbereich, vom Literaturhaus angefangen bis zu vielen anderen Dingen. Letztlich sogar, und das war ja das besonders Absurde, dass die FPÖ, die immer behauptet, sie sei die Partei des kleinen Mannes, die Frau wird ja da manchmal vergessen, die Partei des kleinen Mannes, sogar gegen die Subvention oder die Unterstützung vom Kulturpass ist. Vom Kulturpass, der Menschen mit kleinem Einkommen ermöglicht, Kultureinrichtungen zu besuchen. Bis zu Fußballspielen von Red Bull Salzburg, sage ich schon mal, wenn man mit der Kultur gar nichts am Hut hat. Bis zu Fußballspielen kann man gratis gehen mit dem Kulturpass. Und da ist die FPÖ dagegen. Und jetzt könnte man sagen, das sind vier, momentan sind es vier von 40, also 36 sind eh anderer Meinung. Wenn ich mir allerdings anschaue, was die Bundespolitik unter dem Einfluss der Freiheitlichen derzeit aufführt, ich spreche von den verbotenen, versprochenen Änderungen bei der direkten Demokratie, wenn man 950.000 Stimmen beim Racher Volksbegehren einfach in den Mistkübel schmeißt, oder wenn ein in Zeiten der Klimakatastrophe für wie viel 17 Sekunden Fahrgewinn die Schadstoffemissionen einfach gesteigert werden und dann wird noch von Salzburger, von ihrer Salzburger Landesparteichefin gefordert, dass man diese Wahnsinns-Teststrecken auch in Salzburg einführt, damit man dort auch nur die Schadstoffemissionen steigert, dann sage ich, dann ist das alles nicht mehr so lustig. Weil ich ja nicht mehr weiß, was haben Sie denn oder was werden Sie denn in der nächsten Funktionsperiode mitreden. Und da halte ich schon dagegen, dass es eine vernünftige Mehrheit im Gemeinderat gibt. Ich habe es jetzt nicht verstanden. Nein, ich rede über den Einfluss von politischen Gruppierungen, bei denen man meint, die sind irgendwie nicht so wichtig. Wie sie auf einmal einen Einfluss kriegen können, nämlich gerade am Beispiel Ihrer Fraktion, wo man gesagt hat, in der Opposition können sie schreien, aber das ist irgendwie nicht so wichtig. Und auf einmal sitzen sie in der Regierung und dann werden diese völlig nicht unnachvollziehbaren Dinge umgesetzt. Da werden Wahlversprechen gebrochen und da denke ich mir, wenn dann der Kollege Enzinger etwas zu sagen hätte, ich habe es ja im vorigen Jahr bei der Budgetrede auch gesagt, welche Kultureinrichtungen es in der Stadt Salzburg nicht mehr geben würde. Also da ist ein Kahlschlager Hilfsausdruck. Da gibt es die Salzburger Kulturszene nicht mehr. Die Salzburger Kulturszene in einer Kulturstadt wie Salzburg. Und das muss man sich einmal überlegen, was könnte das bedeuten. Und gerade darum ist es wichtig, dass es eine Mehrheit, eine solide Mehrheit im Salzburger Gemeinderat gibt, die sagt, wir machen einen ordentlichen Budgetpfad, wir sichern die Strukturen im Kultur- und Sozialbereich und versuchen, die großen Vorhaben auch in mittelfristigen Planungen umzusetzen. Und da waren wir immer Partner. Und wenn wir jetzt auf das Budget im heurigen Jahr noch abschließend ganz kurz zwei Schlaglichter werfen, natürlich war es uns wichtig, dass wir im Sozialbereich die Strukturen sichern und dort notwendige Gelder zur Verfügung stellen. Und natürlich war es uns wichtig, dass wir im Kulturbereich nicht das machen, was von Ihnen vorgeschlagen wird, sondern dass wir dort sagen, es muss neben den Festspielen auch etwas anderes geben, weil wir Menschen haben wollen, die Kultureinrichtungen besuchen können. Und zwar Menschen jeder Einkommensklasse, ganz wichtig. Und der zweite größere Bereich, das ist die Frage der Verkehrspolitik. Da war es uns wichtig, dass wir Mittel für den öffentlichen Verkehr drin haben. Ich sage nur Stichwort Erschließung Ignaz-Rieder-Quai, der im nächsten Jahr dann hoffentlich wirklich umgesetzt wird. Wir haben Mittel vorgesehen. Und ein großer und langer Diskussionspunkt, weil sich da der Bürgermeister irgendwie zunächst schwer getan hat, zu schauen, wo es unterzubringen ist, war die zweite Radmillion, die wir ja vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren gemeinsam beschlossen haben, auch in einem mittelfristigen Programm, wo wir gesehen haben, was hat es denn bedeutet in den letzten 20 Jahren, dass wir zunächst 10 Millionen Schilling, dann 1 Million Euro fix drinnen gehabt haben. Wie schaut denn das Radwegnetz heute aus gegenüber dem vor 20 Jahren? Und wenn wir das jetzt verdoppeln, dann können wir da mittelfristig auch deutliche Fortschritte machen. Und das ist, dieses Umdenken in der Verkehrspolitik ist notwendig und dazu müssen Infrastrukturen letztlich geschaffen werden. Und das war etwas, was im Budget drinnen ist und da bedanke ich mich doch dafür. Insgesamt ist es ein ausgewogenes Budget.
wie immer, wenn 5 Fraktionen da mitreden, würde jede Fraktion, wenn sie es allein gestalten würde, einzelne Positionen anders machen. Im Pfad sind wir uns da einig. Wir können daher dem Budget gut zustimmen. Ich möchte mich wirklich bedanken auch bei der Finanzverwaltung für die gute Vorbereitung, auch für das Gesprächsklima. Ich denke, es hat heuer, nachdem man am Anfang nicht ganz klar war, wie kann das ohne zweiten Entwurf gehen, dann manches doch im Schluss einfacher gemacht und übersichtlich gemacht. Und kann nur den Kolleginnen und Kollegen, die auch in Zukunft hier vertreten sein werden, viel Erfolg bei der Umsetzung dieses Budgets wünschen. Danke. So, Dr. Fuchs. Hoher Gemeinderat, Andreas, in einem gewissen Ausmaß verstehe ich dein Verhalten. Ja, es gibt parteiinterne Probleme, da sucht man sich einen Feind außen, um darüber dann nicht intern noch weiterhin diese Dinge ausbreiten zu müssen. Das heißt, es ist natürlich Wahlkampf, Wahlkampffieber ist keine Tropenkrankheit, sondern bezieht sich heute ausschließlich auf die Stadt FPÖ, muss ich fast sagen. Also wir werden offensichtlich noch nicht angesteckt. Wir werden uns schützen davor. Aber ich möchte mir auch noch ganz kurz nur vielleicht auf diese thematischen Einwände konzentrieren und auch vielleicht nur auch abgrenzen zu den bundespolitischen Konstellationen. Wir haben hier eine Konzentrationsregierung. Und bei einer Konzentrationsregierung gibt es Vor- und Nachteile. Und eine Konzentrationsregierung im Abgleich und im Unterschied zu einer Koalitionsregierung ist es so, dass man kompromissbereiter sein muss. Man muss kompromissbereiter sein. Man hat ja die stärksten Kräfte in der Stadtregierung. Und da ist natürlich die Situation Opposition und Regierung schwimmend. Natürlich haben wir nicht auch über jedes Projekt, das jetzt im Budget ist, eine große Freude. Das haben wir ausdiskutiert. Wir werden natürlich auch im Rahmen des nächsten Jahres, und das ist ja auch bei vielen da herinnen so, bei einigen Projekten die Nase rümpfen und dagegen stimmen. Anderes werden bei anderen Projekten, wo vielleicht wir durchgesetzt haben und die anderen Fraktionen Probleme haben, wird es ähnlich sein. Es ist, die Zusammenarbeit steht da im Vordergrund. Und dieser Titel würde ich auch in Bezug nehmen auf den Prozess, den wir heuer im Rahmen der Budgetwertung setzen kann. Und zwar diese finalen Budgetberatungen im November waren relativ zügig. Zügig deshalb, weil es lange Vorbereitungen gegeben hat, mehr als ein halbes Jahr. Ich darf erinnern an die Klausuren, die wir im Frühjahr gehabt haben, zum MIFRI, das ist auch erstmalig gewesen. Ich kann mich erinnern, über die MIFRIs haben wir eigentlich nie politisch beraten und diskutiert. Da sind die Projekte im Vorfeld runtergestrichen worden. Und da galt es, über 2 Tage die Projekte durchzudiskutieren. Durchzudiskutieren, welche Projekte kann man verschieben, welche sind doch nicht so gescheit. Das ist natürlich im gewissen Ausmaß ein bisschen schmerzhaft, weil es ist klar, ein Projekt fallen zu lassen, ist nicht einfach. Aber ich habe das Gesprächsklima immer offen und konstruktiv erlebt und man ist immer bemüht gewesen, genau diesen budgetären Rahmen, den auch der Dr. Hüttinger erwähnt hat, zu halten, weil es waren die Wünsche bei 370 Millionen. Am Ende des Tages hat man 260 Millionen über die 5 Jahre unterbringen können. 100 Millionen hat man letztlich teilweise geschoben, teilweise haben wir die Projekte abgesagt. Aber das ist eben dem Grundsatz geschuldet, keine Netto-Neuverschuldung einzugehen. Dieser Grundsatz wurde auch in den letzten Jahren immer wieder auch eingehalten. Man braucht sich nur die Rechnungsabschlüsse anschauen. Wir werden mit Ende dieses Jahres bei unter 100 Millionen Euro Schuldenstand liegen. Wir haben keine Schulden ausgelagert wie andere Gemeinden. Natürlich, und das möchte ich auch erwähnen, gibt es das Forderungspaket der SIG gegenüber dem Stadthaushalt, ein nicht unwesentliches Risiko. Da reden wir von 45 Millionen, die großteils auch kreditfinanziert werden müssten. Das muss man natürlich dazu rechnen, das muss man im Blick haben.
Ich möchte mich aber, weil wir mit dem Baudirektor, mit dir, Alexander, da im Juli-Gemeinderat doch auch ein Prozedere mal gefunden haben, das natürlich auch nicht Freudenstürme auslöst, aber ich glaube, dieses Abschichten dieser Forderungen und das Prozedere, wie man in Zukunft auch den Gemeinderat wieder stärker einbindet, wenn es zu Projektverzögerungen kommt und so weiter, so wie es bei allen anderen Ressorts ist, ist, glaube ich, der richtige Weg, ohne auch, das möchte ich auch sagen, die Arbeit in der SIK lahmzulegen. Aber es ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die SIK muss ganz klar eingebettet sein in die politische Arbeit. Also wir müssen auch wissen, wenn Projekte sich verzögern, damit wir dann auch dementsprechend auch nachbessern können und damit das Ganze dann auch gut finalisiert werden kann. Der ordentliche Haushalt und das Prozedere dazu ist auch bereits erwähnt worden. Ich habe das als sehr guten Vorschlag erlebt, dass wir keinen zweiten Entwurf gehabt haben, weil für uns Fraktionen war es oft schwer, welche Positionen da zwischen ersten und zweiten Entwurf hineingekommen sind. Das haben wir eigentlich nur der Bürgermeister gewusst und vielleicht teilweise die Bürgermeisterfraktion und mit dem man es halt ausgemacht hat. Also da hat man politische Vereinbarungen schon einflechten lassen im zweiten Entwurf. Für die anderen Fraktionen war das nicht nachvollziehbar. Und jetzt mit einer Liste, wo ab dem ersten Entwurf alles gesammelt wird, auch geclustert nach den Notwendigkeiten, wo hat man vertragliche Verpflichtungen, wo hat man auch dementsprechende Notwendigkeiten, hat man vorausgestellt, unter dem Vorbehalt natürlich, dass der Gemeinderat das absegnet. Und dann der zweite Teil der Liste, wo man ja unterschiedliche Positionen zu den einzelnen Projekten haben kann, ist halt dann dementsprechend auch diskutiert worden. Aber insgesamt ist auch diese Vorgehensweise sinnvoller, ganz einfach, weil Entscheidungen nachvollziehbarer werden. Also dieser neue offene Weg, den der Bürgermeister hier eingeschlagen hat, nämlich alle einzubinden, ist der richtige Weg. Er stärkt auch die demokratische Zusammenarbeit hier im Gemeinderat. Ich denke auch und bin auch überzeugt, dass das vorliegende Budget so ist, dass auch der neu gewählte Gemeinderat gut damit arbeiten kann. Es ist ein guter Schlussstein in dieser Funktionsperiode aus budgettechnischer und budgetpolitischer Hinsicht. Und ich kann nur hoffen und wünschen, dass auch der neu gewählte Gemeinderat die budgetpolitischen Grundsätze nicht über Bord wirft und eine ähnlich seriöse Budgetpolitik über die nächsten 5 Jahre macht. Danke. So, damit kommen wir zur SPÖ, zur Gruppenvorsitzenden Brandner. Ja, sehr geehrter Bürgermeister, werte Kollegen des Gemeinderates, liebe Zuseherinnen und Zuseher im Haus und bei Internet draußen. Ich muss jetzt am Christoph Fuchs leider auch zustimmen. Also FPÖ, also wahrscheinlich ist man intern so beschäftigt mit seiner eigenen Fraktion momentan, dass man es nicht ganz schafft, das ganze Budget ordentlich zu lesen und dann auch Äpfel mit Birnen vermischt und Behauptungen aufstellt. Ja, sind wir eh nichts anderes gewohnt, lautstark irgendwelche Sachen behaupten, die eigentlich haltlos sind. Aber wahrscheinlich ist man, ja danke für den Zwischenruf. Ich werde jetzt auch nicht unseren großen Sozialdemokraten Kreisky zitieren. Ich will jetzt nicht über die Vergangenheit reden, sondern über unser Budget, das wir momentan vorliegen haben. Aber ein bisschen können wir schon über die Vergangenheit reden, nämlich auch dieses und dieses neue Budget zeigt ja doch eine ziemlich sozialdemokratische Handschrift für uns. Wir verdanken es eben der jahrelangen sozialdemokratischen Budgetpolitik, dass die Finanzlage der Stadt Salzburg wesentlich besser als in anderen österreichischen Städten vergleichbarer Größe ist, wissen wir auch alle. Dank der erfolgreichen Budgetpolitik der letzten Jahre können wir eben in Infrastrukturprojekte investieren, die uns auch ermöglichen, große Projekte umzusetzen, die eben eine Stadt ausmachen. Deshalb muss es auch unser Vorsatz in der Zukunft sein, dass wir eben Rücklagen immer haben, um auch in Zukunft große Projekte umsetzen zu können. Wir haben es ja schon gehört, bei der Budgeterstellung lief dieses Jahr einiges anders. Für mich geht das heuer in das Ding ein, das ist das Budget der Excel-Listen gewesen. Manchmal hat man ja ein bisschen so den Überblick verloren, aber dank der MA4 sind wir ja da immer wieder auf dem korrekten Weg geführt worden. Ja, war spannend und für die Arrivierten vielleicht eher ungewöhnlich,
ich war auch das erste Mal bei der Budgeterstellung dabei, für mich war es nicht so. So Excel-Listen kenne ich ja aus meiner Praxis. Eines blieb jedoch gleich, und das haben wir auch schon alle gesagt, das war der Wille aller, die Finanzen stabil zu halten. Als Prämisse galt, wie schon immer, den eingeschlagenen Weg der auf Konsolidierung des Budgets ausgerichtet nicht zu verlassen. Und das war uns als SPÖ immer wichtig, und deshalb freut es mich, dass sich daran nichts geändert hat. Dieser Weg, dieser sozialdemokratische, wird auch dieses Jahr nicht verlassen. Wir haben auch die Summen schon gehört, nämlich von 532 Millionen im ordentlichen Haushalt. Was wir nicht gehört haben, das ist ein Plus von 3,7%. Das ist doch beachtlich und ist doch der guten Konjunktur und auch der positiven Wirtschaftslage geschuldet. Im außerordentlichen und damit ja im investiven Haushalt sind immerhin noch 93 Millionen heuer möglich, was ja auch ein großer, also im nächsten Jahr ein großer Brocken ist. Diese Budgetzahlen, die sind immer so Dimensionen, da kann man sich aber ganz schlecht was vorstellen, aber es steckt ja sehr viel dahinter, und dieser blöde Satz, den man eher hört, ein Budget ist in Zahlen gegossene Politik, finde ich, passt aber sehr gut, weil es sagt viel aus. Für was stehen wir als Stadt, was ist uns wichtig, wo investieren wir? Wir werden in den nächsten 5 Jahren Investitionen im Bereich der Bildung in der Höhe von 55 Millionen decken, in die Investitionen. Das sind Investitionen in die Chancengleichheit und natürlich da auch in die Zukunft unserer Stadt. Und unserem Vizebürgermeister Bernhard Auing ist es ja gerade mal in 12 Monaten im Amt, und da ist er jetzt bereits gelungen, ein wichtiges Projekt auf den Weg zu bringen, nämlich dass wir kommenden Jänner schon die ersten 3 neuen städtischen Krabbelgruppen eröffnen und damit den Kindern, damit die Familien unterstützen in der schwierigen Betreuung der Kinder unter 3 und ein zusätzliches Angebot zu den tollen Angeboten, die wir eh schon haben im privaten Bereich, für die Kinderbetreuung schaffen. Im Hinblick auf die Zukunft unserer Stadt sind die Investitionen in die Kinder- und Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen uns ein besonderes Anliegen. Aus diesem Grund halten wir natürlich dieses Bildungsbauprogramm, das wirklich ein essentieller Meilenstein sein wird. Schule und Bildung haben sich verändert, und die baulichen Rahmenbedingungen müssen sich diesen Veränderungen endlich gerecht werden. Offenes Lernen braucht Raum, schulische Nachmittagsbetreuung, die am starken Steigen ist, braucht Raum. Und die Ausstattung unserer Schulen muss endlich das verstaubte Image der 70er Jahre hinter sich lassen. Eben mit diesem Bildungsbauprogramm können wir die notwendigen Sanierungen der städtischen Bildungseinrichtungen und der teils notwendigen Neubauten endlich in Angriff nehmen. Wie wichtig das ist, konnten Sie die Mitglieder des Bildungsausschusses bei der Begehung in der Volksschule ja ein Bild machen. Ich bin vor 45 Jahren selber in die Schule gegangen, es hat sich nichts verändert. Schaut immer noch gleich aus. Und eben, wenn der Kollege Fuchs dann unter vorgehaltener Hand sagt, dass der Herr Vizebürgermeister Auinger lernen muss, ein bisschen kleinere Brötchen zu backen, dann können wir dem nur entgegen. Der Bildungsbereich ist mit Sicherheit nicht für kleinere Brötchen geeignet. Wo sollen wir denn dann Brötchen backen, wenn nicht im Bildungsbereich? Wo denn müssen wir im Bildungsbereich kräftig investieren? Und wo soll man denn dann nicht investieren? Und unsere Kinder, für die Kinder und die Zukunft unserer Stadt. Es ist höchste Zeit, dass die städtischen Schulen ins 21. Jahrhundert geholt werden. Und das ist das, was wir wollen, nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, das ist uns wichtig, und vor allem ist es uns wichtig, in jedem Stadtteil die bestmöglichen Voraussetzungen haben müssen. Jedes Kind in jedem Stadtteil soll die bestmöglichen Start ins Leben haben können, und dazu gehören moderne Schulen. Also ich bin mir sicher, das Bildungsbauprogramm hat es eh schon Bekenntnis gegeben, dass da alle dafür sind. Chancengleichheit für alle Kinder unserer Stadt. Bereich Kultur, haben wir auch schon erwähnt, wird auch gut investiert, wie immer. Denn in unserer Stadt Salzburg, hier ist uns besonders wichtig, dass auch die alternative und freie Kulturszene eine Förderung erhält. Denn in einer Stadt wie Salzburg muss eben mehr möglich sein wie die Festspiele. Wir sagen immer, in Salzburg geht Festspiele und Rockhaus. Ich freue mich deshalb besonders, dass wir so eine kleine Förderung für junge Bands auch übers Rockhaus hineingebracht haben. Im Sportbereich ist uns gelungen, 2 große Sportevents nach Salzburg zu holen. Im Februar wird der Dennis Davis Cup über die Bühne gehen. Und im September haben wir dann eine große internationale Faustballveranstaltung. Also auch für uns wichtig, im Sport weiterhin zu investieren. Der neue Stellenplan, das glaube ich auch nicht erwähnt ist, aber ich glaube, dass das schon ein gutes Zeichen ist, mit dem auch die Vorsorge getroffen werden kann
um die sehr gute Arbeit, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung im Magistrat tagtäglich leisten, weiterhin gewährleisten können. Besonders wichtig da natürlich die 15 Stellen für Kindergarten- und Krabbelgruppenpädagoginnen, denn für die Betreuung unserer Kleinsten brauchen wir eben die entsprechenden Fachkräfte. Im Sozialbereich haben wir auch einige zusätzliche Punkte wieder drinnen, so wie die 50.000 Euro für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, der richtige Schritt zur uneingeschränkten Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am Leben in dieser Stadt. Und für uns ist klar, dass die Stadt ihre soziale Verantwortung in allen Bereichen wahrnehmen muss. Im Gegensatz zur Bundesregierung haben wir die Dotierung in den Einrichtungen der Frauen nicht gekürzt. Auch für die Fortführung des sehr wichtigen Projektes Demenzfreundliche Stadt wurden wieder 20.000 reserviert. Und auch für die Maßnahmen, die sozialen Maßnahmen, weil die anderen, die sicherheitstechnischen, haben eben im Alkoholverbot, aber die sozialen Maßnahmen, 50.000 im Budget und in dem Zusammenhang die 150.000 für das Tageszentrum Elisabeth, St. Elisabeth. Was uns eh, was auch schon angesprochen worden ist, und das freut mich auch besonders, es war dann allen wirklich wichtig, die 2 Millionen oder die eine zusätzliche Million für das Radwegenetz und den weiteren Ausbau dieser umweltfreundlichen Mobilität. Es ist uns ein besonderes Anliegen, das Radwegenetz besonders auch in den Stadtteilen außerhalb der Altstadt ausgebaut werden. Wir dürfen die Umwelt für die Zukunft auf keinen Fall vergessen. Ich kann eine klare Handschrift in den sozialdemokratisch geführten Ressorts erkennen, habe aber ein bisschen Probleme mit der Handschrift der ÖVP zu erkennen. Bei allen Verhandlungen war die oberste Prämisse, ein ausgeglichenes Budget zustande zu bringen. Das ist wichtig, keine Frage. Aber eine schwarze Null ist für mich als Vision für die Stadt ein bisschen zu wenig. Genau. Eine ganz wesentliche Frage am Ende des Tages ist immer, wofür geben wir das Geld aus? Welche Projekte sind uns wichtig? Und da ist man doch, wofür stehen Sie dann, Herr Bürgermeister? Denn da muss ich mir schon fragen, ist der Kajatanerplatz und die Vöschbe-Ausstellung für die Vision genug? Wohin Budgetpolitik ohne Herzblut und ohne Engagement führt, sagt man leider an dem wirklich desolaten Wirtschaftshof. Die Verantwortung für den absolut desolaten Zustand müssen Sie sich als Ressortverantwortlicher wirklich selbst gefallen lassen. Ich bin nicht überrascht, dass die FPÖ sich dieses Jahr nicht durchrungen konnte, das Budget zuzustimmen. Wir werden diesem Budget mit sozialdemokratischer Handschrift natürlich zustimmen. Als größte Fraktion hier im Gemeinderat nehmen wir unsere Verantwortung wie immer wahr. Das, was uns täglich antreibt, wir wollen was bewegen, wir wollen etwas vorantreiben. Wir wollen Politik für alle Menschen in dieser Stadt machen, nicht nur für wenige, sondern für alle. Ist gut gewesen mit dem Wirtschaftshof, gell? Ja. Wenigstens ein bisschen Aufregung. Seid jetzt munter geworden, weil zum Abschluss möchte ich mich bei den Mitarbeitern der MA4 jetzt herzlichst für die Budgeterstellung bedanken, denn ohne deren ordentlichen Einsatz könnten wir heute nicht dieses für uns sehr gute Budget beschließen. Dankeschön. Ja, Frau Kupfer-Sitzende Brandner, ich schule das jetzt Ihren jugendlichen Jahren. Ich bin seit Dezember 2004 unter anderem auch für die Müllabfuhr, Recyclinghof und so weiter Ressort zuständig und ich habe schon viele Projekte miterlebt unter dem langjährigen Finanzreferenten Dr. Schaden, aber das Geld war nie da. Wir haben es nie zustande gebracht. Und jetzt, wusch, wusch, haben wir kurz darüber nachgedacht, gemeinsam mit dem Kollegen Auinger haben das in Etappen geplant. Und jetzt ist das Geld da und jetzt können wir es endlich anfangen. Also diesen Vorwurf, den nehme ich gerne mit mir mit, dass ich die letzten 14 Jahre da nichts getan habe, ich war leider Gottes für die Finanzen auch nicht zuständig. So, bevor wir jetzt zur Abstimmung kommen, möchte auch ich mich bedanken, vor allen Dingen für das immer gute Gesprächsklima, das wir innerhalb der Fraktionen hatten, aber auch mit allen Fraktionen gemeinsam. Bedanke mich ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MA Magistratsabteilung 4, die die Idee hatten, das einmal anders zu machen. Es war natürlich die Liste am Anfang etwas verwirrend, ich kann mich noch erinnern, der Dr. Hüttinger hat nach der Kulturklausur den Kopf geschüttelt und gleich gesagt, wie soll denn das jetzt funktionieren?
Aber dann sind die Listen wieder gekommen und dann habe ich wieder gesehen, was ist schon drinnen. Und so hat sich sukzessive einfach das immer weiterentwickelt. Und weil ich jetzt die Wortmeldungen gehört habe, glaube ich, das bei allen auch ganz gut angekommen. Und ich denke, wir könnten das, je nachdem, wer auch immer das da macht, und ich bin sonst der andere wieder so in der Form fortsetzen. Ich glaube, das war ganz, ganz praktikabel. Weil man ja wieder gesehen hat, wie sich entwickelt. Also so eine Budgetberatung ist ein laufender Prozess. Was kommt hinein? Was ist noch ein bisschen auf Warteschleifen? Und dann kann man sich etwas nähern. Und das hat nichts mit visionslos zu tun, sondern die Hauptaufgabe der Magistratsabteilung für die Finanzabteilung ist, ein Budget vorzulegen, das Maastricht-konform ist in etwa. Das hat jetzt nichts mit Visionslosigkeit zu tun, sondern wir können nichts anderes vorlegen. Wenn Sie was anderes beschließen, dann beschließen Sie was anderes. Also wir als Finanz können nur das vorlegen, was wir dann auch entsprechend auch begründen können. Das Ganze muss ja auch rechtlich halten. Wir können keine Budgetvorlage mit einem Abgang, der durch Rücklagen nicht gedeckt ist. Das ist schlicht und ergreifend ganz einfach. Und so muss man das auch weiterhin anhaben. Wenn nicht AG sagen, Johann, das ja, nicht AG. Ja, ich werde es sicherlich nicht machen. Du bist das dann auch nicht mehr, als es vielleicht der andere machen. Aber ich werde nie im Leben etwas vorlegen, was rechtlich nicht beschlussfähig ist. Ja, gut. Also, dann genießt die Tage. Und die nächste Gemeinderatssitzung. So, damit kommen wir zur Abstimmung. Berichterstatter Dr. Fuchs, wir fangen jetzt einmal mit dem Voranschlag an. Lauter V gegen Freiheitliche. Dann öffentliche Einsicht. Das ist einstimmig. Der Dr. Hüttinger Stellenplan. Das ist auch einstimmig. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung, da gab es punktweise Abstimmungen. Ich habe das so protokolliert, einmal Punkt 1, 4, 5, 6 mehrheitlich gegen die FPÖ, also mehrheitlich angenommen gegen die FPÖ. Und Punkt 2 und 3 wird angenommen gegen NEOS und FPÖ. Ist das so, Dr. Ferch? Passt. Dann Festsetzung der Tarife Kanalbenutzungsgebühr, das war einstimmig. Dann Abfallwirtschaftsgebühr, auch einstimmig. Dann städtische Freibäder, Eierbad, Bestattung, Halpenstraße etc. gegen die FPÖ. Friedhofsgebühren gegen die FPÖ. Gut, dann kommen wir zur MT. Gruppensitzender Reindl, Änderung in den Besetzung des Stadtsenates und in den Ausschüssen. Einstimmig. Was war? Okay, dann Personalkommission. Personalkommission. Dann Dr. Fuchs, Wissenstadt Neu. Gegen FPÖ jetzt, jetzt stimmt es wieder. Altstadtverband. Einstimmig. Etappenplan Umsetzung UN-Konvention. Lauter vereinstimmig, dann die Frau Kollegin Brandner, IT-Einsatz, ganz wichtig. AO, Übertragung nicht verbrauchter Budgetmittel, Dr. Fuchs. Dann der Wirtschaftshof mit der MA4-Stellungnahme. Dann haben wir außerordentliche Finanzmittel, Berufsfeuerwehr. BSV, Fluchtstiege. Jetzt habe ich es richtig. Dankes. Dann die Melli Wörndl Kulturschiene. Dann die Gemeinde den Schnellinger, das Bildungswerk. Dann Gemeinde den Kosic, Salzburg Museum. Dr. Hüttinger, St. Virgil. Lankes, Mozart Demo-Orchester mit der MA4-Stellungnahme. Jawohl, Dr. Hüttinger. Cornelius Reitzhammer gegen Lauter V. Dann Lankes, Volksschule Max Klein 1 und 2. Dann die Gemeinderätin Gabert, das ist die Kinderbetreuung. Bitte, Weiterleitung an den Gemeinderat haben wir ja festgehalten. Bitte, Herr Doktor. Grundsätzlich können wir dem natürlich zustimmen. Es geht auch um eine vertiefende Prüfung des Cook and Chill. Aber aus unserer Sicht müsste man die vertiefende Prüfung des Cook and Chill auch dahingehend ausdehnen, selber machen oder beziehen. Weil hier schaut mir zu viel auf selber machen aus und das wäre unsere Bitte. Wir sind dabei, aber bitte auch bei der Prüfung
Fremdbezug genau prüfen. Gut, danke. So, dann können wir jetzt abstimmen. Der Antrag ist laut AV. Frau Gabert. Antrag laut AV, einstimmig angenommen. Dann Bildungsprogramm. Bitte, Lankes. Herr Hoher Gemeinderat, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher auf der Galerie und via Internet, sehr geehrter Bürgermeister und werte Mitglieder der Stadtregierung. Der Dr. Hüttinger hat ja eingangs seiner Budgetrede auch gesagt oder gesprochen von Perspektive für die Zukunft. Und Bildung oder Ausbildung ist der beste Reiseproviant eben für die Zukunft, für die Reise auf unserem Lebensweg. Und dieses Sinnbild eben vom griechischen Philosophen Aristoteles lässt sich passend für diesen heutigen Grundsatzamtsbericht zum Modernisierungsprogramm der städtischen Bildungseinrichtungen ummünzen. Und es ist sicherlich keine Reise ins Ungewisse, die wir mit diesem Amtsbericht beschließen, sondern vielmehr ein klares und eindeutiges Bekenntnis, das wir hier im heutigen Gemeinderat setzen. Es ist zum einen ein Bekenntnis zur Dynamik einer Gesellschaft und zum anderen auch eine aktive Auseinandersetzung mit dem Berufsalltag eines Pädagogen bzw. einer Pädagogin im 21. Jahrhundert. Und mit diesem Grundsatzbeschluss gelingt es zudem, aktuelle Herausforderungen als auch Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. 10.400 Kinder und Jugendliche werden von 1.300 engagierten Pädagoginnen und Pädagogen auf ihrer Bildungsreise sprichwörtlich mit bestem Bildungsproviant versorgt. Und nun ist es an der Zeit, dass wir als Gemeinderat den Kindern, den Jugendlichen, den Eltern, dem Fachpersonal die besten Rahmenbedingungen für eine Bildungsarbeit des 21. Jahrhunderts zur Verfügung zu stellen. Ein klarer Fahrplan ist, wie bereits von einigen Kolleginnen und Kollegen, bis 2023 im mittelfristigen Fördervereinbarungstopf mit insgesamt 55 Millionen Euro angemeldet und soll bis ins Jahr 2033 auf insgesamt 200 Millionen Euro anwachsen. Und zudem enthält der Amtsbericht eine klare Priorisierung zur Umsetzung geplanter Projekte in naher Zukunft. Und zu diesem Grundsatzamtsbericht hat es ja im Vorfeld den einen oder anderen Zwischenruf gegeben, der sich mehr, und der Kollege Fuchs hat es heute als Vorwahlkampffieber, Vorwahlkampfgeplänkel eben angehört, als nach wirklich inhaltlicher Auseinandersetzung mit diesem Amtsbericht. Und wenn immer von der ÖVP auch kritisiert wird, dass erstens das pädagogische Konzept fehle, das haben wir ja auch beim Amtsbericht zu den Grappelgruppen immer wieder auch gehört, und zweitens eine klare Stellungnahme des Kollegiums der Volksschule Lehn 1 und 2 unter Federführung der Direktorin als Entwurf vom Kollegen Fuchs einfach so abgetan wird, nur weil es der ÖVP nicht passt, was in der Stellungnahme drinnen steht, das kann es bitte nicht sein. Und die Lehrerinnen und Lehrer am jeweiligen Standort, um vor allem hier Lehn nochmals zu nennen, sind schon noch immer jene, die die Expertise haben und wissen, wie man passende pädagogische Konzepte erstellt und nicht bitte der ÖVP-Club im Schloss Mirabell. Oftmals habe ich in der Diskussion auch den Eindruck gehabt, als möchte die Stadt ÖVP Büros einrichten und nicht Bildungseinrichtungen. Ein pädagogisches Konzept ist ja nicht etwas, was so 50 Jahre eingefroren ist, das ist nichts Starres. Und dies wird auch ganz klar durch die SQA-Richtlinien, SQA bedeutet Schulqualität Allgemeinbildung, auch durch den Landesschulrat geregelt und wird jedes Jahr, jedes Schuljahr mit den Direktorinnen und Direktoren, mit dem Lehrerinnenteam und dem jeweiligen Schulinspektor bzw. den Schulinspektorinnen der jeweiligen Bildungsregion mit abgestimmt. Und wenn man heute, wo zeitgleich jetzt in der heutigen Nationalratssitzung, wo die ÖVP und FPÖ-Bundesregierung ein Schulpaket beschließen möchte, das wirklich wieder eine Reise zurück in die Vergangenheit ist, wo noch im Jahr 1962 eine Schulorganisationsnovelle beschlossen worden ist, wo man jetzt sagt, wo in den neuen Mittelschulen ab dem Schuljahr 2007 eine der größten Entwicklungs,
Potenziale bzw. auch Entwicklungsarbeit im österreichischen Schulwesen in der Zweiten Republik wiederum geleistet worden ist. Dass man jetzt sagt, man möchte wieder ab der sechsten Schulstufe, so wie es einmal schon gewesen ist, im Pflichtschulbereich ersten und zweiten Klassenzug einzuführen, dann ist es bitte eine Entwicklung zurück, wiederum in die bildungspolitische Steinzeit. Ich kann abschließend nur sagen, gestalten wir als Stadt Bildungspolitik aktiv mit, meißeln wir bitte keine pädagogischen Konzepte in Stein, sondern lassen die Expertinnen und Experten aktiv diese in modernen Bildungsstätten gestalten und versuchen wir bitte, möglichst allen Kindern und Jugendlichen in der Stadt Salzburg ein reichhaltiges und zeitgemäßes Bildungsbuffet auf ihrem Bildungsweg anzubieten. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich als nächstes Dr. Ferch, dann Dr. Fuchs und Magister Karl. Ich muss dem Kollegen Lankes natürlich grundsätzlich in allen Punkten recht geben. Bildung, 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 das ist das Allerwichtigste für unsere Kinder. Ich habe selber 4 Kinder und sehe auch, wie die Bildung bei den Kindern gut angenommen wird. Aber jetzt, um auf das zu kommen, was hier beschlossen werden soll. Ich habe mit einem ein Problem. Ich habe das Problem, dass wir weit über diese nächste Periode hinaus etwas beschließen, obwohl, wie der Kollege richtig sagt, auch diese Dinge sich ja alle verändern. Es verändert sich das Konzept der Schule und so weiter. Es verändert sich ja alles. Das heißt, für mich ist in dieser Veränderung der Geldbetrag das allerletzte, was feststeht. Sondern was feststeht ist, wie ist der jeweilige Bedarf? Und deswegen habe ich ja so ein Problem mit einer grundsätzlichen Zustimmung, weil es wird ja sowieso jedes einzelne Projekt abzustimmen sein. Und auch das kann ich ja in der jeweiligen mittelfristigen Planung einplanen. Also ich glaube nicht, dass etwas, was von 2024 bis 2033 120 Millionen von 200 Millionen bedeutet, weil es geht um 200 Millionen, und davon 120 sind so weit in der Zukunft, dass das also sicher meine Zeit lang übersteigt und die Zeit von anderen auch. Also aus dem Grund halte ich es eher für sinnvoll, dass man die Projekte einzeln angeht und dass man so flexibel ist, dass man sagt, ja, jetzt gibt es diesen Bedarf und diesen Bedarf müssen wir decken. Bildung hat Vorrang, aber nicht der Betrag. Vielen Dank. Dr. Fuchs. Ja. Ja, hoher Gemeinderat. Andrea, du kommst zur rechten Zeit. Es geht nicht um kleine und große Brötchen, sondern mir geht es eigentlich nur darum, dass mir die Brötchen schmecken. Ja, und die Brötchen, die in einem Punkt nämlich gebacken werden vom Ressortchef Herrn Auinger in Bezug auf Lehen 1 und 2, die schmecken mir gar nicht und würden mir schwer im Magen liegen. Und deshalb haben wir im Bildungsausschuss dementsprechend auch unsere Protokollanmerkung gemacht im Senat und werden es auch heute wieder machen. Und ich halte es für einen schweren Fehler. Einen schweren Fehler, wenn wir in Richtung Privatisierung von Bildungsstandorten gehen. Und wir wollen kein PPP-Modell in Lehen umgesetzt haben, weil das würde bedeuten, dass die Schüler in Lehen noch länger warten müssen auf die Sanierung. Wir warten schon seit 2 Jahren und alle Protokolle, die hier ja vorliegen als SIG-Eigentümervertreter, da kannst du herauslesen, dass wir vor 2 Jahren schon diskutiert haben, dass wir im Jahr 2018 mit der Sanierung und mit der Modernisierung anfangen. Nichts ist passiert. Es wird zerredet und wenn ich mich in ein Verfahren, in ein vergaberechtliches Verfahren stürze, wo es nicht nur um Bauleistungen geht, sondern das kombiniere mit einer Standortsuche und das alles miteinander bewerten will, den Standort, die Qualität der Bauten und dann letztlich den Preis, dann hänge ich mich auf, wie du es schon gesagt hast, weil das führt im Wesentlichen nur dazu, dass es Einsprüche hagelt, dass es am Ende des Tages keine Lösung gibt, statt dass wir einfach mit Hausverstand die bestehenden Bildungsstandorte uns anschauen, die Schwerpunkte herausarbeiten und rasch in die Umsetzung gehen. Und wenn immer auf Wien verwiesen wird, die machen nämlich 700 Millionen Euro Bildungsprogramm außerhalb des Budgets, um Maastricht-konform zu sein.
gehen eben diesen Weg der PPP-Modelle. Nach 10 Jahren sind die ersten Schulen schon baufällig. Größte Sanierungsbedarf, die ganzen Architekten wettern gegen diese Bauten, weil das genormte Schulbauten sind, die billigst hingestellt werden. Und diesen Weg wollen wir nicht gehen. Und deshalb sind es nicht kleine Brötchen, sondern einfach nicht wohlschmeckende Brötchen. Gut, Magister Karl, bitte, Dr. Staatser. Also ich habe jetzt noch auf der Redeliste den ressortzuständigen Kollegen Auinger, den Dr. Staatser, und können wir dann die Redeliste schließen oder wird dann noch irgendeiner munter? Schauen wir mal, warten wir mal. Ja, der Kollege Lankes hat es angesprochen. Sie haben auch immer wieder, Herr Kollege Fuchs, im Ausschuss über das pädagogische Konzept gesprochen. Wenn man sich allerdings die Bundesregierung anschaut und den zuständigen Minister Fassmann, der nicht einmal weiß, warum er die Dinge so beschließt, wo er in Interviews selber zugibt, dass er davon nicht überzeugt ist, aber offensichtlich die Koalitionsraison ihn dazu zwingt, es so zu machen, dass wir rückwärts gehen im Bereich der Bildung, im Bereich der Schulpädagogik, dann weiß man auch, wes Geistes Kindes alles entspringt, nämlich einzig und allein der Macht und nicht der Raison, nicht der wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich hatte auch den Eindruck, dass es hier eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, in den Wahlkampf hineingezogen wird. Natürlich ist es so, dass ein Vizebürgermeister Auinger sich im Wahlkampf auch leichter tun wird, wenn er ein Projekt auf den Weg gebracht hat vorher. Aber es ist natürlich auch so, dass der ÖVP daran liegt, dass der Vizebürgermeister Auinger diesen Erfolg nicht so leicht bekommt und deswegen auch dieses Störfeuer in den Beratungen. Ich höre es mit offenen Ohren auch, Herr Kollege Fuchs, dass Sie gegen Privatisierung sind, offensichtlich. Die PPP-Modelle, da stimme ich Ihnen zu, dem stehe ich auch sehr, sehr skeptisch gegenüber und warne auch davor, das Heil darin zu suchen. Man kann da nämlich auch mit schweren Kopfschmerzen da aus diesem Traum aufwachen. Was mir im Zusammenhang mit diesem Amtsbericht besonders wichtig ist, ist die Beteiligung jener, die diese Räume auch benutzen werden. Das sind zum einen natürlich die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Schülerinnen und Schüler. Und da gibt es gute Vorbilder, wie man diese Nutzerinnen und Nutzer auch beteiligt an der Planung, ganz früh einbindet und dann das Beste für unsere Kinder zu schaffen. Da kann man nach Radstadt schauen, da gibt es Beispiele dafür und ich ersuche sehr, dass wir diese Beteiligungsprozesse auch extern vergeben und nicht versuchen, das im Haus selbst zu lösen. Danke. So, der eine hat jetzt Bauchschmerzen schon, der andere Kopfschmerzen. Ich hoffe, ich kann die Listen bald schließen. Also ich habe weder Kopfschmerzen noch Bauchschmerzen, bin heute topfit. Aber ich möchte ganz kurz auf diese Wortmeldungen natürlich eingehen, weil mir ja dieser Amtsbericht sehr, sehr wichtig ist. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich dieses Ressort unbedingt haben wollte und die Anja Hagenauer mir dieses Ressort auch gegeben hat, weil ich meine, dass da für die Zukunft viel drinnen ist. Und insofern hat das aus meiner Sicht wenig mit Wahlkampf zu tun und schon gar nicht auch mit Vergangenheitsbewältigung, lieber Andi, weil die Vergangenheit kann ich nicht gestalten, ich kann nur die Zukunft gestalten und es in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht worden ist, würde ich nicht einmal bestreiten, aber es hat halt jederzeit seinen Schwerpunkt gehabt und wir haben mit den Seniorenwohnheimen begonnen und jetzt sollen halt die Schulen dran sein und da geht es auch nicht darum, Christoph, ob es dir schmeckt oder mir schmeckt, wichtig ist, dass es den Nutzerinnen und Nutzern schmeckt und denen, die dort arbeiten. Das ist, glaube ich, das Vorrangige. Und natürlich muss man es auch im Rahmen des Budgets unterbringen. Das scheint mir schon möglich. Und es geht auch nicht um Bildung zum Privatisieren, um Gottes Willen. Also da ist die SPÖ wahrscheinlich der Letzte, der für Privatschulen spricht. Da gibt es andere. Sondern mir geht es darum, dass ich weiß, aufgrund der Gespräche, dass es an dem Standort in Lehn in Wahrheit selbst bei einem Neubau einfach nur die zweitbeste Lösung an dem Standort ist. Und mir geht es eigentlich in Wahrheit nur darum, es zumindest zu versuchen,
einen anderen Standort für diese Schule zu finden, ein Grundstück zu kaufen und dort eine Schule zu bauen. Und um mehr und weniger geht es nicht. Und wenn es am Ende des Tages diesen Ort nicht gibt oder dieser nicht wirtschaftlich ist, dann wird es eh nur die Möglichkeit am Standort geben. Und wir werden jetzt diese drei Varianten auch so von dir gewünscht, ist ja noch eine vierte dazugekommen, nämlich anzubauen und einen Kindergarten zu verlegen. Wir werden diese Dinge relativ rasch prüfen. Werden wir auch während dem Wahlkampf prüfen natürlich, es hat mit dem nichts zu tun, um dann auch eine gute Lösung zu haben. Und der Vorwurf, Christoph Ferch, das geht dir zu weit in die Zukunft. Also das habe ich in 27 Jahren der Privatwirtschaft schon gelernt, dass man auch über gewisse Perioden hinaus planen sollte. Und wir haben es absichtlich so gemacht, um auch dem zusätzlichen Gemeinderat, ich persönlich weiß ja nicht einmal, ob ich im Mai noch Ressort zuständig bin dafür, aber nichtsdestotrotz geht es darum, dass die zukünftigen Gemeinderäte wissen, so wie es bei den Seniorenwohnheimen war, wo wir 70 Millionen im Rahmen beschlossen haben und für jedes Seniorenwohnheim hat es einen eigenen Amtsbericht gegeben, aber der Gemeinderat wusste, jetzt ist das Seniorenwohnheim-Sanierungspaket auf den Weg. Und genau um das geht es. Natürlich kann der Gemeinderat das wieder umdrehen, das Paket. Logischerweise, die mittelfristigen Finanzplanungen werden jedes Jahr neu beschlossen. Aber es geht um eine klare Botschaft, dass den zukünftigen Gemeinderäten und Gemeinderäten klar ist, hier gibt es ein Schulsanierungsprogramm, da werden wir außerordentlich pro Jahr 15 Millionen brauchen. Bitte das bei den Budgetberatungen zu berücksichtigen. Ob es dann die Mehrheit des Gemeinderats tut oder nicht, das kann ich jetzt nicht wissen. Aber es geht um eine langfristige Planung. Und ich denke mal, es ist sinnvoller, langfristig zu planen, als sich den Vorwurf zu machen, habt ihr das nicht vorher gewusst. Und diese Schätzung ist von der SIG gemacht worden. Und insofern denke ich mal, kann ich den Vorwurf in die Richtung einfach nicht stehen lassen. Und ich würde mir wünschen, wenn wir das heute einstimmig im Sinne der 11.000 Kinder, die da drinnen sind, beschließen und damit auch ein klares Signal setzen. Vielen Dank. So. Der nächste, Dr. Statzer. Hat sonst noch jemand einen Redebedarf? Warte noch. Ja, wir haben dieses Thema Bildungsbauprogramm in mehreren Bildungsausschüssen besprochen. Wir verschließen uns dem nicht. Das, was mich wundert, ist halt, dass wir sozusagen mit der Hülle und mit dem Beton, um bildlich zu sprechen, beginnen und nicht mit Konzepten. Gnigl ist eine tolle, wunderschöne Schule, aber sie stellt die Lehrer vor Herausforderungen, sich jetzt sozusagen in der neuen Architektur mit den dafür geeigneten Konzepten zu beschäftigen. Es wäre schön gewesen, wenn man vorher genau überlegt hätte, und zwar mit den Beteiligten, was wird gebraucht und mit denen gemeinsam etwas entwickeln, um nicht dann einen Frust zu haben bei denen, die im Grunde in der neuen Architektur arbeiten müssen. 2033 ist ein ziemlich großes Zeitfenster. Insofern sind wir dem Betrag relativ entspannt. Wer weiß, was sich noch tut. Wünschen würde ich mir, dass man zuerst anfängt, mit den Beteiligten zu klären, was genau wird gebraucht und dann erst die Architektur. Und dann erst kann man eigentlich sagen, was man finanziell exakt braucht. Aber es klingt natürlich gut, einen schönen großen runden Betrag. Ja. Ja. Dann wäre mal schön, wenn wir in einem Bildungsausschuss über die Konzepte sprechen. Vielleicht machen wir mal das Inhaltliche. Dankeschön. So, Herr Berichterstatter. Plus irgendeine Protokollanmerkung? Plus Protokollanmerkung gegen Ferch. Dann Jugend in Itzling, der 28 ist abgesetzt, Gemeinderätin Wöndl, also Fahrplus der MA4-Stellungnahme, einstimmig. Dann Gemeinderätin Brandstätter, Diakonie, auch einstimmig. Dann noch einmal Banos Vorplatz, auch einstimmig. Dann war Gemeinderätin Gabbard, Seniorenwohnhäuser Tarife, Lauter V, auch mit der FPÖ. Dann die Wohnungsvergaberichtlinien. Wortmeldung.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste hier und vor dem Bildschirm, fair, transparent und auf sozialen Kriterien basierend soll eine Wohnungsvergaberichtlinie im Jahr 2019 sein. Als Berichterstatterin muss ich Ihnen sagen, sie ist nicht fair, sie ist nicht transparent und sie stellt nicht soziale Kriterien in den Mittelpunkt. Punkt 1, sie ist nicht fair. Uns liegt der Antrag der SPÖ mit der Handschrift der ÖVP vor. NEOS hat nur den Anspruch, die volle Härte in einem Punkt um 2 Jahre zu verzögern. Die FPÖ applaudiert. Wir durften als Parteien uns im Prozess ein paar Dinge wünschen und das Christkind in Person der ressortzuständigen Vizebürgermeisterin hat ein paar Punkte aufgenommen. Das Ziel war nicht, Wohnungsprobleme zu lösen. Das Ziel war nicht, fair zu sein und die schlimmsten Fälle zuvorderst zu reihen. Das Ziel war, eine Mehrheit zu bekommen und sich vor der Wahl einen Erfolg auf die Fahnen zu heften. Und das Ziel war, die Parteienvereinbarung zu Wohnungsamt neu pro forma am letzten Abdruck zu erfüllen. Ich fasse zusammen, sie ist nicht fair, weil die Menschen ihr Wohnbedarf und die Umsetzbarkeit nicht im Mittelpunkt standen. Und sie ist nicht fair, weil unmittelbare Diskriminierung, die nicht mehr rechtskonform ist, also die Einteilung in EU-Listen und Nicht-EU-Listen, durch mittelbare Diskriminierung ersetzt wird. Wenn Sie meinen, das behauptet nur die Bürgerliste, die Grünen, dann holen Sie sich doch ein Gutachten von Rechtsexpertinnen und Sozialexpertinnen. Die Rückmeldungen in der Kürze waren schockiert bis zur Aussage, das ist absurd. Punkt 2, sie ist nicht transparent. Mein Vorschlag im Sozialausschuss letzte Woche, die Richtlinie vor Umsetzung nutzerinnenfreundlich zu formulieren, nämlich aus Sicht der Antragstellerinnen und nicht aus Sicht von Politik und Verwaltung, wurde nicht als relevant gesehen. Klare Worte sind nicht nötig, bevor man losgeht. Man will einfach loslegen, man will die Probleme lösen, wenn sie auftauchen. Und sie werden auftauchen, denn das ist vorprogrammiert. Und das auf dem Rücken von Menschen in existenziellen Krisen. Warum macht man keine Pilotphase, in der man nach den gültigen Richtlinien im Mai einmal noch reiht, wie die letzten 23 Jahre, und die Menschen informiert, welche Unterlagen sie für eine Neureihung zusätzlich benötigen? Dann könnte man die Auswirkungen parallel anschauen und Zeit für Erfahrungen mit vorgeschlagenen Dokumenten wie Ehrenamtlichkeitsbestätigungen und Deutschprüfungen gewinnen. Und dann aufgrund der Pilotphase eine rechtskonforme und alltagstaugliche Lösung beschließen. Unter dieser Intransparenz werden sonst Mitarbeiterinnen leiden, die Antragstellerinnen leiden und auch der Ruf der Stadtpolitik. Denn seien wir uns ehrlich, keiner hier im Raum kann beantworten, wie sich dieser Vorschlag auswirkt. Darum braucht es, wie schon im September vorgeschlagen, ein externes Equality Monitoring, das nach der Pilotphase offene und diskriminierende Punkte benennt und rechtskonforme Umsetzungsvorschläge macht. Das bringt mich zu Punkt 3. Ich kann heute nur Bericht erstatten über einen Vorschlag, der nicht soziale Kriterien und Bedürftigkeit in den Vordergrund stellt, der nicht den Menschen in der Stadt die Sicherheit gibt, dass die schlimmsten Situationen zuerst gelöst werden, sondern der Menschen systematisch benachteiligt, wenn sie jünger sind, wenn sie mobiler sind und wenn sie trotz unseres schwierigen Asylsystems ihre Asylgründe erfolgreich bestätigt bekommen haben. Denn man kann Menschen nur bevorzugen, Frau Vizebürgermeisterin. Man kann Menschen nur bevorzugen, wenn man andere benachteiligt. Diesen Teil solltest du nicht ausblenden, wie uns beide am Montag, dem Tag der Menschenrechte, der Vortragende gewarnt hat. Es kann nicht in deinem Sinne sein,
dass alle gleich sind, aber manche gleicher. Somit wiederhole ich meinen Appell, die Rechtskonformität und Alltagstauglichkeit des Antrages der SPÖ prüfen zu lassen. Das sollte im Sinne aller sein. Zu diesem Zweck stelle ich den Antrag auf Clubberatung. So, die Frau Gemeinderätin Bleininger. Hoher Gemeinderat, Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseher. Vorab erst einmal ein herzliches Dankeschön an das Wohnungsamt für die enorm geleistete Arbeit. 15 Jahre sind seit der Änderung der Wohnungsvergaberichtlinien vergangen und bereits 2009 haben wir versucht, eine Novellierung dieser Richtlinien herbeizuführen. Wir haben das auch in regelmäßigen Abständen bis dato immer wieder gefordert, denn da in vielen Fällen nicht sichergestellt werden konnte, dass unter anderem die im Wohnleitbild gewünschten sozialen Durchmischungen auch gewährleistet werden können. Daher auch unsere stetige Forderung einer Evaluierung und Überarbeitung dieser Richtlinien. 2010 haben wir Freiheitliche einen Forderungskatalog vorgelegt, in dem wir unsere allgemeinen Voraussetzungen formuliert haben. Eine unserer Kernforderungen sind die ausreichenden Deutschkenntnisse der Wohnungswerber. Mit ausreichend meine ich, dass Wohnungswerber selbstständig ihren Antrag formulieren können, die Hausordnung auf Deutsch lesen und auch verstehen können, also Basiskenntnisse in Deutsch vorweisen müssen, um eine städtische Wohnung zu erhalten. Diese Forderung wird jetzt endlich erfüllt und umgesetzt und darüber bin ich sehr glücklich und sehr froh. Ich würde aber noch ein Stück weitergehen und sagen, dass auch Ehefrauen und oder Lebenspartner den Mietvertrag mit unterschreiben und dass die Grundvoraussetzungen für diese auch gelten müssen, somit auch die Deutschkenntnisse. Das wäre einerseits ein Schutz für die Frauen und andererseits wären diejenigen Frauen mit Migrationshintergrund gezwungen, die Sprache zu erlernen, was sicherlich ihr Selbstbewusstsein stärken und ihre Unabhängigkeit fördern würde. Begrüßenswert ist auch die Ausdehnung der Residenzpflicht bzw. die Beschäftigungsdauer von 3 auf 5 Jahre. Ausgenommen davon sind jene Personen, die einen Hauptwohnsitz in Salzburg von 15 Jahren und eine Beschäftigungsdauer von 10 Jahren vorweisen können. Bevorzugt und berücksichtigt können auch dringend benötigte Fach- und Pflegekräfte ohne diese Grundvoraussetzungen werden. Was mir in diesem Amtsbericht jedoch fehlt, ist ein Punkt über die unbedingten Haftstrafen. Das heißt, keine Wohnungsvergabe an Personen, die wegen Gewaltdelikten, bedrohten Handlungen gegen Eigentum, Sittlichkeit und körperliche Sicherheit verurteilt wurden. Aber abschließend kann ich sagen, dass diese Wohnungsvergaberichtlinie neu ein großes und breites Spektrum abdecken und sich nach neuesten, zeitgemäßen und sozialverträglichen Richtlinien selbstverständlich unter Einbeziehung von Experten aus den verschiedensten Bereichen erstellt worden sind. Wie heißt es doch so schön, was lange wird, wird endlich gut und heute ist es endlich soweit. Geredet und diskutiert wurde lange genug. Jede Fraktion hatte die Möglichkeit, ihre Wünsche, ihre Vorstellungen einzubringen und diese wurden auch weitgehend berücksichtigt. Leider ist das nicht immer möglich, sei es aus rechtlichen, sei es aus sozialen Gründen oder aus unterschiedlichen politischen Meinungen. Aber trotz aller Widerstände und unterschiedlichen Auffassungen werden wir heute diese Vergaberichtlinie neu beschließen und dafür danke ich. So, zu Wort gemeldet hat sich die Kollegin Brandner und dann noch die ressortzuständige Kollegin Auen. Ah, genau. Wir sind noch nicht verheiratet. Ich bin verheiratet, gell? Netter Versuch. Ja. Hoher Gemeinderat. Es ist mir wirklich ein Herzensbedürfnis, mich bei allen zu bedanken, auch bei jenen, die diesem Amtsbericht jetzt nicht zustimmen
werden oder zustimmen können, weil ich es selten erlebt habe in meinen fast 5 Jahren, die ich dieses Amt ausüben darf, dass es in so einem Miteinander eine Entwicklung eines Amtsberichtes und von Richtlinien gegeben hat. Das liegt jetzt aber nicht besonders an mir, das liegt an Ihnen, das liegt an jeder einzelnen Fraktion, die immer wieder eingefordert hat, die immer wieder nachgehakt haben, die gesagt haben, na, das ist noch nicht, das ist noch nicht, das ist noch nicht. Angefangen haben wir im Herbst 2017. Vorgelegt habe ich den Amtsbericht erstmals vor der Sommerpause und dann haben wir weitergemacht. Es war noch nicht der Schlusspunkt. Man ist auf Club gegangen, nochmal zurück zum Amt. Wir müssen uns noch einmal zusammensetzen. Da passt es noch nicht. Das müssen wir bedenken. Das ist nicht der übliche Weg, aber es ist für diesen Amtsbericht und für die Wohnungsvergaberichtlinien der richtige Weg gewesen. Nämlich das, was man klassisch in der Politik machen sollte, nämlich um ein Ringen um das bestmögliche Ergebnis für alle Bürgerinnen und Bürger, wo sich jeder und jede wiederfinden kann. Und dafür von meiner Seite ein großes, großes Dankeschön. Ich bin überzeugt davon, dass diese Wohnungsvergaberichtlinien durch dieses gemeinsame Ringen einfach ein großer Wurf sind, aber gleichzeitig auch aus dem Wahlkampf herausgehalten werden. Weil das interessiert den Wohnungswerber, die Wohnungswerberin nicht, sich im Wahlkampf sozusagen um die Ohren fetzen zu lassen, was jetzt richtig und was falsch ist. Das ist ein Service der Stadt Salzburg. Und das wird abgewickelt durch das Wohnungsamt und begleitet und beschlossen durch die zuständigen Gemeinderäte. Und da haben sich die Bürgerinnen und Bürger verdient, das aus dem Wahlkampf herauszulassen. Also auch dafür ein großes Dankeschön, dass wir das heute beschließen. Ich finde die Wohnungsvergaberichtlinien fair, sie sind transparent, sie sind serviceorientiert, wir lassen niemanden dabei zurück. Ja? Wir geben jedem eine Chance, das ist wichtig, die Wohnungsvergaberichtlinien sind in die Zukunft gerichtet und sie sind in einem Miteinander, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte noch auf 2 Punkte eingehen, weil es natürlich jetzt immer wieder angesprochen wird. Das Thema mit dem 3 Jahre Hauptwohnsitz gemeldet auf 5 Jahre Hauptwohnsitz gemeldet. Ich finde das richtig schlicht und ergreifend. Auch im Sinne dessen, dass wir jenen Menschen als Stadt Salzburg gleiche Chancen einräumen, die schon länger in der Stadt Salzburg zu Hause sind, die hier geboren sind, die hier aufgewachsen sind und die eine kleine Lebensunterbrechung haben aufgrund von Arbeit, von Liebe, keine Ahnung, was an privat herumtreibt in Österreich. Entschuldigung, Melli, musst du jetzt anschauen. Du lachst. Es ist halt so, und dann kommt man zurück und dann hätte man kein Recht, sich sofort am Wohnungsamt zu melden. Das haben wir jetzt abgestellt und das ist richtig so. Und das Zweite, was uns ja der Wohnungsvergabeausschuss weiß es noch besser als ich, weil da das Ringen wirklich bei jedem Ausschuss das Gleiche ist. Wir haben viele, viele Menschen, die sagen, die Wohnung, die mir vorgeschlagen wird, die nehme ich nicht. Und dann haben wir selbstproduzierten Leerstand und wir versuchen es jetzt einmal durch das Angebot an die Menschen, sich aus 3 Wohnungen eine wählen zu können, dass wir diesen Leerstand, der durchaus groß ist, und lange dauert, durch die Ablehnungen entgegenzutreten. Wir werden das nach 1 Jahr evaluieren. Hat es wirklich geholfen? Wenn wir merken, na, das war jetzt ein Blödsinn mit den 3 Jahren, dann können wir es ändern. Und das betrifft auch alle anderen Sachen. Aber wir haben jetzt einen Weg beschritten. Dafür ein großes Danke. Es ist rechtskonform. Also, liebe Christine, ich weiß, dass dein Herzblut dran hängt, aber ich kann nicht sehen, wo etwas nicht rechtskonform wäre. Im Gegenteil, das ist alles geprüft von den Juristen und Juristinnen. Und das Zweite ist, zu sagen, dass man jetzt alle ausschließt, die es am dringendsten brauchen. Ich weiß nicht, wo du bei den Wohnungsvergaberichtlinien gelesen hast, dass Menschen, die ein niedriges Einkommen haben, überhaupt kein
Recht mehr haben auf eine Wohnung. Um die geht's nämlich. Das sind die wichtigsten Kriterien, das sind die meisten Punkte bei der Wohnungsvergabe, um die geht's. Und alle anderen Punkte, die wir zusätzlich eingeführt haben, ob es Ehrenamt ist, Deutschkenntnisse und so weiter, sind Zusatzpunkte und sind nur ein kleiner Teil des Gesamten. Also von daher sind wir richtig auf dem Weg. Danke Ihnen allen wirklich noch einmal vom Herzen, dass wir das in einem Miteinander geschafft haben. Danke. Gut, ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, den Dr. Fuchs und die Frau Clubvorsitzende Brandner, die wahrscheinlich dann den Gegenantrag formulieren wird. Gibt es sonst eine Wortmeldung? Dann können wir die Rednerliste schließen. Ja, hoher Gemeinderat. Ja, wir haben als Kommune nur wenig Instrumente, um die explodierenden Wohnkosten in den Griff zu bekommen. Ich sehe jetzt die Vertragsraumordnung, die Gebührenbremse bei Müll und Kanal so als Maßnahme, um Wohnkosten zu senken und die dritte, die Vergabepolitik zu machen. Und ich muss auch sagen, wir müssen auch dankbar sein den Gemeinderäten vor uns, die es sehr konsequent über Jahrzehnte geschafft haben, Vergaberechte sicherzustellen. Wir haben 10.000. 10.000 ist nicht wenig. 10.000 Vergaberechte. Natürlich, wenn ich sage, ich möchte alle wohnversorgen, ich diskriminiere einige, weil ich Schwerpunkte setze, dann braucht man 80.000 Vergaberechte, weil so viele Haushalte hat die Stadt Salzburg. Deshalb bedeutet natürlich, Wohnungsvergaberichtlinien müssen Schwerpunkte setzen. Und es gibt einen wesentlichen Zielkonflikt. Einerseits sozial treffsicher zu sein, und andererseits in den Wohnquartieren sozial ausgewogen zu sein. Und diesen Zielkonflikt aufzulösen, war eigentlich die größte Herausforderung. Wir haben einerseits die soziale Treffsicherheit erhöht, indem wir auch hier die maximalen Einkommensgrenzen heruntergesetzt haben, nämlich auf das Niveau, wo das Land auch die Grenze sieht, bis zu der Grenze bekommt man Wohnbeihilfe. Das sind für Einzelpersonen 2.400 netto. Ich glaube, das ist eine Grenze, wo man sagt, das ist im Rahmen der Argumentation soziale Treffsicherheit die richtige Grenze. Die Ausgewogenheit in den Quartieren sicherzustellen, ist eigentlich ein schwieriges Thema. Und wir haben uns im Vorfeld als ÖVP in anderen Städten umgeschaut. Wo gibt es da ein Modell? Es gibt keins. Ja, man muss ehrlicherweise sagen, es gibt keines. Und die erste Überlegung war natürlich, Daten zu sammeln. Ja, das muss man sagen. Wer wohnt dort? Nationalität, Einkommen, Familienstand, irgendwelche Transferleistungen. Dann haben wir, wenn es überhaupt datenschutzrechtlich möglich ist, das gläserne Quartier. Und dann wissen wir wieder nicht, ob derjenige, der viel verdient, ein Streithansel ist oder nicht. Das bleibt dann wieder auf der Strecke, weil das wissen wir ja nicht. So, dann hätten wir zig Daten und wissen erst wieder nicht, ob das soziale Gefüge funktioniert. Und deshalb ist, glaube ich, diesen Weg, den wir jetzt einmal skizziert haben mit diesem Quartiersmonitoring, der praktikableste und gangbarste Weg. Warum? Weil wir sollten wirklich bei den 60, 70, und das soll ja eine dynamische Liste sein, Quartieren, den größten Quartieren mit mehr als 50 Einheiten, wenn wir da jedes Jahr von den Hausverwaltungen, von den Gemeinnützigen einen Bericht, einen kurzen, knappen Bericht bekommen, wie die Situation vor Ort ist, ob alles im grünen Bereich ist, ob es Fehlentwicklungen gibt, gelber Bereich noch ein Ampelsystem oder ob die Stimmung gekippt ist, rote Ampel, dann haben wir als Politiker im Wohnungsvergabeausschuss die verdammte Pflicht, darauf zu reagieren. Und dann können wir uns auch nicht davonstellen. Dann gilt es wirklich, sozialpolitische Maßnahmen zu setzen, wie aufsuchende Sozialarbeit, wie stärkere Einbeziehung der vorhandenen Institutionen, Bewohnerservicestellen, wie eben Jugendzentren. Und ich sage es auch ganz bewusst, wenn die Ampel auf Rot steht oder vielleicht sogar früher, dann müssen wir in Sondervergaben gehen. Warum, und das hat man niemand erklären können, warum ist es so, dass man bei Neubauvorhaben sagen, wir machen Sondervergaben? Noch soziale Durchmischung. Bei der Bestandsvergabe, die viel komplexer ist, wo man schnell mal den Überblick verliert, weil man eben in einer großen Wohnanlage im Jahr vielleicht 4, 5 neue Bewohner hat, da gibt es die Sondervergabe nicht. Das passt nicht. Deshalb glaube ich, entscheidend wird sein bei der Sondervergabe, die absolute Rückkopplung zum Wohnungsvergabeausschuss. Und darum war es uns wichtig, dass dieser bestehen bleibt. Zweitens, dass das befristet ist und dass das wirklich auch
klar die Ergebnisse und die Entwicklungen stark kommuniziert werden von Seiten der Gemeinnützigen über das Monitoring. Ich glaube, das war für uns als ÖVP, und ich sage es ganz klar, der wichtigste Punkt bei diesen Wohnungsvergaberichtlinien. Und es liegt dann in der Verantwortung des neuen Gremiums, dieses Modell, das jetzt auf den Boden gebracht werden muss, zur Anwendung zu bringen. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, nachdem die Zusammenarbeit hier jetzt sehr gut gelaufen ist, dass wir dieses Modell verfeinern. Und wenn wir in einem Jahr wieder den ersten Bericht bekommen, wie die ganze Entwicklung ist, dann wird es vielleicht da und dort Nachjustierungen geben. Aber ich erkenne bei Weitem nicht, dass da irgendwas unfair wäre. Ich glaube, dass wir uns das sehr gut überlegt haben. Und am Ende des Tages wird es daran liegen, wie wir uns im Vergabeausschuss verhalten. Und davon hängt es ab, ob was fair oder unfair ist. So, jetzt habe ich noch eine Wortmeldung bekommen, die Frau Gemeinderätin Sagi. Werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, eigentlich wollte ich mich nicht dazu melden. Vieles ist gesagt worden, im Vorfeld wurde lange verhandelt, es gab viele Arbeitsgruppen, das Ganze ist wirklich sehr aufwendig aufgesetzt worden. Die Ressortchefin hat da auch sehr viele Wünsche berücksichtigt. Noch aktuelle Vergaberichtlinie hatte österreichweit in den Städten sehr gute Rückmeldungen von Beamtenebene bis hin sogar zur Armutskonferenz, dass wir eine sehr faire, transparente Vergabe haben. Dass nach 24 Jahren diese Richtlinie zum Teil adaptiert gehört, ist notwendig und man muss auch den nachkommenden Generationen zugestehen, ihre Spuren auch in diese Richtlinie zu legen. Am Ende kommt man vielleicht drauf, dass das Alte doch nicht so schlecht war und es wieder Rückveränderungen geben kann. Positiv finde ich an der Richtlinie, den, wie man es nennt, den 15-Jahres-Bezug. Da war es sehr oft so, Studierende, wenn sie wieder in ihre Heimatstadt zurückkamen, hatten keine Chance. Manche Familien sind von der Stadt auf das Land gezogen, weil die Wohnungen einfach nicht leistbar sind in der Stadt. Nachdem sich die Einkommensverhältnisse etwas geändert haben, weil die Frau dann wieder halbtags berufstätig war, war es nicht mehr möglich, in die Stadt zurückzukommen. Das finde ich sehr gut, dass das jetzt möglich ist. Ich habe jetzt einfach auf den Kollegen Fuchs, muss ich da irgendwas sagen, der eben so lobt diese soziale Gerechtigkeit, dass die Einkommensgrenzen gesenkt wurden. Ich muss auch dazu sagen, die Anja Hagenauer hat auch mit mir versucht, die Zustimmung der Bürgerliste zu bekommen. Gescheitert ist das an der 5-Jahres-Frist. Jetzt findet sich natürlich, nachdem es von der Bürgerliste keine Zustimmung gab, natürlich finden sich da die Spuren der ÖVP wieder. Zum einen wurden die Einkommensgrenzen gesenkt. Auf der anderen Seite wurde der Punkt von der ÖVP berücksichtigt, die Sondervergabe mit dem Argument, um einen sozialen Ausgleich nach oben zu schaffen. Sondervergabe, die haben wir jetzt in der alten Richtlinie auch drinnen gehabt. Nur die Sondervergabe haben wir nicht nach oben aufgemacht, sondern die Sondervergabe kam. Man merkt jetzt, dass Sie da nicht in der Praxis sitzen, wenn Sie sagen, dass in Altbeständen keine Sondervergabe möglich war. Ja, über was glaubst du denn, sitzt man 4 Stunden im Wohnungsvergabeausschuss?
sehr viele Clubvorsitzende, auch die Claudia Schmidt ist da lang drinnen gesessen, um zu wissen, um was geht's denn da überhaupt. Da wurde ja stundenlang verhandelt und da ging es meistens darum, Frauen mit Kindern, die in den Gemeinden gewohnt haben, nach Scheidungen in Umlandgemeinden, ist das nicht so einfach, eine geschiedene Frau. Aber wenn die Prügel kassiert hat, hat's geheißen, dass sie wird schon selber schuld sein. Und die Flüchterin und die Verräterin, die sie jetzt da scheiden lässt. Und da haben wir das... Na, das ist der Status der Frauen. Das sagen nicht Sie, das haben nicht im Vergabeausschuss gehabt, sondern da kam dann der Wunsch, die hat in der Stadt zum Arbeiten angefangen und hatte keine Wohnung. Was tun wir damit? Da gibt es einen Antrag. Ist das jetzt ein Sonderfall? Ja oder nein? Und da hatten wir viele solche Dinge, die wir ständig gemacht haben. Ja, ich weiß nicht, wie ich noch drinnen war, Zucki, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt ist, oder du bist auch nicht mehr drinnen, haben wir doch mindestens in jedem zweiten Ausschuss solche Fälle gehabt, die Sonderfälle waren. Sind sie jetzt welche oder nicht? Werden sie berücksichtigt, ja oder nein? Der Wunsch der ÖVP war, das nach oben aufzumachen. Und dann sind wir bitte so ehrlich. Und das ist was, wo ich so einen Grant kriege und was ich da auch schon nicht mehr aushalte herinnen, weil das so konzentriert ist, diese Doppelbödigkeit und die Scheinheiligkeit. Wir sind so sozial, wir gehen sogar runter, dass wir besser Verdienende aussehen verdrängen und Schwächere da mehr Platz haben. Aber mit der Sondervergabe, mit dem Argument des sozialen Ausgleichs nach oben richten wir es uns wieder. Ist ja okay, wenn Sie das wollen und es ist eh drinnen, aber dann stehen Sie dazu und stellen Sie ihn da nicht außer mit einem Heiligenschein. Der Vertreter mit dem Heiligenschein aus der schwarzen Partei, das ist was, wo ich einfach grantig werde mit dieser Verlogenheit. So. Und diese Befristung, die drinnen ist, eine 10-Jahres-Befristung, die kann man natürlich auch als gut verkaufen. Wenn wir ganz schwierige Fälle haben, dann verlängern wir halt noch 10 Jahre nicht mehr. Da wird man sehr viele loswerden, die man aus unterschiedlichsten Gründen einfach nicht mehr haben wollen. Auch in Hausgemeinschaften wird gemobbt. Das sind auch sehr oft wieder alleinerziehende Frauen mit Kindern. Nach 10 Jahren verlängern wir nicht mehr. Oder weil die Wohnung so super ist, verlängern wir es auch nicht mehr, weil da haben wir wie im anderen. Da habe ich einfach mein Problem damit. Und wenn dann das Argument, was ja Substanz hat von der ÖVP, kommt, die sogenannten berühmten Hofratswitwen. Ja, aber da haben wir ja die Möglichkeit und einen Gemeinderatsbeschluss, dass man die Einkommen alle 10 Jahre überprüft. Und wenn wer aus der Förderung ausfällt, dann zahlt er einfach eine höhere Miete. Und somit garantiere ich auch eine soziale Durchmischung. Also da man nicht so verlogen herum. Und das ist was, wo ich die 10-Jahres-Befristung für nicht gut finde. Und es ist in der Bevölkerung so eine Verunsicherung. Die Jobs sind immer mehr sicher, zu mir kommen oft Leute, sie brauchen eine Wohnung oder dies oder das. Dann schaue ich mir an, wie ist die Situation, und wenn ich dann sage, sie, ihr arbeitet beide, das Einkommen ist nicht so schlecht, dann kommt dazu, ja, aber ich weiß nicht, ob wir den Job halten können. Jetzt gibt es da 10-Jahres-Befristungen, ich meine, und so ist es nicht. Über die wir da reden, da sagen wir mal locker, ja, das ist eher ein Einkommen von 3.000 Euro für eine vierköpfige Familie. Dass da aber der 13. und der 14. mitberechnet ist. Es versuche bitte jeder, ich habe das lange Zeit probiert, mit dem Geld auszukommen, was diese Leute haben. Das habe ich oft nicht einmal 2 Wochen geschafft. Da dient doch der 13. und der 14. oft oder reicht nicht einmal mehr, um das Konto auszugleichen. Und jetzt kommen wir da daher, ja, ihr kriegt zwar eine Wohnung, aber auf 10 Jahre befristet, da muss eingekriegt werden. Und wenn es dann heißt von der ÖVP, ja, am freien Markt hat man es auf 3 Jahre befristet, ja, orientieren wir uns jetzt nur mehr am freien Markt, schöne Grüße, Liberalismus, das Regelwerk der Reichen. Und das spielt da schon hinein, das Regelwerk der Reichen. Eben mit der 10-Jahres-Befristung am freien Markt wird die Wohnung mit Küche angeboten. Ja, ihr kennt schon lachen. Mit vollen Hosen ist gut stinken. Ja, weil es wahr ist. Gut. Dann muss ich Geld in die Hand nehmen, nicht gut. Überhaupt nicht gut.
dann muss ich Geld in die Hand nehmen, um eine Küche einzurichten. Nach 10 Jahren kriege ich für die Küche nichts mehr. Dann habe ich Kinder, die gehen dort in die Schule und im Kindergarten und ich kann wieder zusammenpacken und gehen. Das ist was, ja, das sind die Regelwerke der Reichen. Wir verunsichern die Leute da draußen nur mehr. Ja, da karren wir sie, ja, da wird es eine AfD geben. Das sind diese Gründe. Auch wenn es in der aktuellen Erhebungssituation einmal nicht ausschaut, als dass die Familie da irgendwo soziale Probleme haben. Aber die Menschen haben die Angst davor. Und diese Punkte in der Richtlinie verstärken diese Ängste. Und da muss man nicht schönreden. Und wenn wir sagen, wir wollen denen, die mehr verdienen, auch nur eine Möglichkeit geben, es ist eh in der Richtlinie drinnen. Aber dann stehen sie dazu. Und dann sind sie nicht da schönreden, weil sie haben nicht 39 Blöde da sitzen. Durchschaut jeder. So, der Dr. Fuchs macht der Tatsache Richtigstellung und dann kommen wir zur Abstimmung. Ja, meine Tatsachenrichtigstellung in 2 Punkten. Erstens, ich habe keinen Heiligenschein. Zweitens. Das ist richtig, ja. Zweitens, bitte ich, liebe Ulrike, den Punkt 8.2.3 der Richtlinie vom 6.12. zu lesen. Da steht drüber, die Punktebewertung gilt nicht. Das heißt, bei den Sondervergaben gelten natürlich die maximalen Einkommensgrenzen, nur die Punktebewertung gilt nicht. Also, das heißt, mir bitte keine Doppelbödigkeit unterstellen, das ist eben nicht der Fall. Gut, danke. Frau Clubvorsitzende Brandner, jetzt haben wir einen Antrag von der Frau Gemeinderätin Brandstätter auf Clubberatung und Sie kommen gegen Antrag wie Senat mit der Änderung, was die NEOS gehabt haben mit den 3 auf 5, ja, gilt nicht für die Neuanträge. Dann lasse ich zuerst mal den Gegenantrag abstimmen, wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenantrag muss ich zuerst abstimmen lassen. Gegenantrag. Ja, der werden alle aufzählen, bis auf die Bürgerliste, nehme ich einmal an. Gut, der Gegenantrag ist angenommen. So, Gemeinderätin Wörndl, thermische Sanierung, laut AV. Dr. Fuchs, Rücklagen. Ja, Dachsanierung KGL wie im Senat. Da habe ich nur FPÖ gegen Punkt 3.3. Wertberichtigung? Im Senat haben wir das. Okay. Passt. Wertberichtigung? Dann Gemeinderätin Haller, Stadtteildialog Mühlen. Wortmeldung. Lieber Herr Bartutsch, Sie haben mir ja schon fast alles vorweggenommen, aber was ich grundsätzlich sagen will zu diesem Amtsbericht, es ist ja super gut, dass man einen Quartiersdialog macht und dass man ihn auch so aufsetzt, wie das hier gemacht worden ist, das ist ja sehr gut. Es ist ja auch eine Verpflichtung, die wir haben. Es ist ja nach gemäß § 3a Salzburger Stadtrecht ist es wichtig, dass wir uns auch im öffentlichen Interesse und öffentlich darüber austauschen. Was ich allerdings schon bekrittel, ist, dass dieser Quartiersdialog aus meiner Sicht zu viele Elemente eines Placebos hat. Das Placebo deshalb, weil gerade im Stadtteil Mühlen, wo wir auch überhaupt keine Entscheidung der UNESCO erkennen in dieser ganzen Geschichte, sehr detailliert gearbeitet wurde und im Endeffekt, wenn man das Ganze durchliest, ist der Hauptfokus gerichtet auf eine errichtbare oder dann doch zu teure WC-Anlage in der Friedhofsmauer im Mühlen gerichtet. Und da muss ich natürlich sagen, das ist für mich eine Ablenkung, wenn auf der anderen Seite die Sache wirklich dampft. Und da kann ich nur sagen, also beim Realplatz, und das muss ich wirklich sagen, lieber Herr Stadtrat Bartutsch, es ist so, dass es eine Entscheidung der UNESCO gibt und diese Entscheidung der UNESCO beim Realplatz sieht ganz anders aus wie die Bewilligung, die von der Stadt erteilt wurde. Und da hätte der zuständige Welterbebeauftragte sicher richtig getan,
eine Quartierdiskussion rechtzeitig anzustoßen und das auch rechtzeitig umzusetzen. Mit den ganzen Dingen, die da gemacht worden sind in Mühlen, hätte man den Realplatz wunderbar abarbeiten können. Warum hat man das versäumt? Warum hat man gesagt, wir gehen in eine Geschichte, die unproblematisch ist, ein paar LED-Leuchten, ein Häusl, das zu teuer ist? Das ist für mich zu wenig für einen Quartiersdialog, wo die UNESCO eine Entscheidung getroffen hat, dass also am Realplatz ganz klare Vorgaben gemacht werden, und zwar 2 bis 3 Solitärbauten statt 5 zusammenhängende Bauten und von der Höhe 14 Meter statt 17,90 Meter. Das hätte man diskutieren müssen, das wäre richtig gewesen. Ich werde grundsätzlich zustimmen, dass also die Quartiersdialoge gut sind. Ich verstehe überhaupt nicht, wenn man das so weitermacht, dass man dann den äußeren Stein, die Linzergasse und die Steingasse erst 2026 macht. 2026 ist auch das UKH-Projekt schon gelaufen. Das ist alles viel zu spät. Und aus meiner Sicht muss der Punkt 2026 kann der Dom- und Festspielbezirk gemacht werden, weil im Dom- und Festspielbezirk stehen keine großen Änderungen bevor, aber große Änderungen stehen bevor im Gebiet Äußerer Stein. Und deswegen gehört das vorgezogen. Ich verstehe nicht, warum man nicht damit begonnen hat. Das ist das, was am brennendsten ist. Vielen Dank. Die Frau Berichterstatterin ist am Wort. Ja, so. Berichterstatter sind immer am Wort. Wenn nicht gerade andere redet. Herr Kollege Ferch, Sie waren ja schon im Planungsausschuss, wo wir zuerst diesen Amtsbericht diskutiert haben, und wir waren dann auch im Bauausschuss, da waren Sie nicht anwesend, aber im Planungsausschuss haben Sie ja schon in Ihren eigenen Agenten vorgetragen, indem Sie gesagt haben, bitte zieht doch den Rehrlplatz vor, weil da in meiner unmittelbaren Umgebung, nächst meiner Villa, soll ja jetzt etwas passieren. Ja? Und heute stellen Sie sich wieder heraus und machen das Gleiche. Und was aber heute dazugekommen ist im Verhältnis, nämlich zur Diskussion zuvor im Planungsausschuss, auch im Bauausschuss, ja, war nämlich, dass Sie jetzt diesen Quartiersdialog abqualifizieren und meinen, dass in Mühlen nichts anderes übrig geblieben ist als eine Häuseldiskussion. Da sage ich Ihnen schon, das war ein Prozess, der über einen ziemlich langen Zeitraum gegangen ist, ein vorbildlicher Prozess, ämterübergreifend und unter Einbindung der Bevölkerung. Und da sind Wünsche übrig geblieben und wichtige Wünsche. Und es wird auch die Aufgabe der Politik sein, und das ist nämlich die Hauptherausforderung aus diesem Quartiersdialog, diese Wünsche auch umzusetzen. Da war ein Wunsch, ein WC zu errichten. Und zwar ist es auch gekommen von der Volksschule Mühlen, die dort in diesem Bereich sehr oft mit ihren Kindern, weil es auch dort Platzmangel gibt in dieser Volksschule, ausweichen muss, dort zu dem Spielplatz. Und da wurde eben dieser Wunsch herangetragen, es wäre fein, wenn es eine öffentliche Anlage, WC-Anlage dort in diesem Bereich gibt. Ein weiteres weiterer wichtiger Punkt war auch, Beleuchtung in bestimmten Bereichen dort zu verbessern. Und wenn Sie das herabqualifizieren, herabqualifizieren Sie nicht nur diesen Dialog, sondern vor allem auch die Wünsche der Bevölkerung im Stadtteil Mühlen. Ja? Und das halte ich für völlig falsch, und das möchte ich hier auch festgehalten haben. Wir von der Bürgerliste finden diesen Prozess nicht nur vorbildlich, sondern wir werden uns auch in den nächsten Perioden dafür einsetzen, dass diese Wünsche auch umgesetzt werden. Weil das, was die Leute dort von sich gegeben haben, welche Wünsche sie geäußert haben, die sollten auch umgesetzt werden. Und es gibt auch eine ganz klare Vorgabe in diesem Amtsbericht, Herr Kollege Ferch, nämlich welcher Stadtteil als nächstes drankommen soll. Und es ist das Kaiviertel, und das halte ich auch für nicht unwichtig. Und ich denke, hier halte ich mich lieber an die Fachmeinung und nicht an möglicherweise persönliche Interessen eines Gemeinderates, der unbedingt ein Projekt verhindern will, beziehungsweise was Herr Dr. Ferch braucht, ist ja nichts anderes als ein Wahlkampfthema für die kommende Gemeinderatswahl. Und jetzt möchte das halt wieder über diesen Amtsbericht abhandeln, aber Herr Kollege, das wird Ihnen nicht gelingen. Mein Antrag ist lauter V, und mein Antrag
wo ich davon ausgehe, dass eine große Zustimmung bekommt, auch vom Kollegen Ferch, möchte ich noch voranschicken, danke an die Ämter, danke an die Abteilungen und ich bitte weiter so zu arbeiten, weil es war wirklich ein vorbildlicher Prozess, der hier gestartet wurde. Danke. Tatsachenrichtigstellung, am besten von der Bank aus. Früher haben wir es nur von der Bank gemacht. Also liebe Kollegin Haller, jetzt muss ich da drei Tatsachen richtigstellen. Und zwar das eine, mein persönliches Interesse tut hier nichts zur Sache. Ich bin nicht Eigentümer der Liegenschaft, die dort ist, sondern es ist eine Gesellschaft, in deren wo bin ich Miteigentümer, aber kein Mehrheitseigentümer. Also das kann ich einmal ausschließen. Es haben bitte 27.000 Leute gegen dieses Projekt unterschrieben und es gibt 13 Nachbarn. Also jetzt will ich nur sagen, die Öffentlichkeit sieht das ganz anders. Und das Dritte ist, wir haben natürlich mehr Themen, aber das ist das Thema, mit dem alles begonnen hat. Und dieses Thema ist noch nicht erledigt und wir werden da das letzte Wort noch sehen, wie das gesprochen wird. Jetzt stimmen wir ab, wer ist dafür? Gibt es gegenteilige Meinung? Auch der Dr. Ferch ist dafür. So, Dr. Fuchs, Münchner Bundesstraße, laut AV, bitte? Noch eine Wortmeldung zum Tagesordnungspunkt 38, Münchner Bundesstraße. Bürgermeister und ich haben schon Hunger. Ja, weil es heute so viele Tagesordnungspunkte gibt. Es ist so, dass mir bei diesem Projekt eines auffällt, und zwar, dass wieder einmal die Stadtplanung nicht so optimal gelaufen ist, wie das sein soll. Ich glaube, dass dieses Projekt einfach ein Projekt ist, das nicht am geeigneten Platz viel zu hoch wird. Es wird knapp viermal so hoch, mit 29 Metern. Daneben haben wir 16 Meter. Das ist also von der Höhenentwicklung her nicht in Ordnung. Und ich habe auch Zweifel daran, dass die Verkehrsangaben, die da drinnen sind, richtig sind. Und aus dem Grund kann man nur sagen, dass also ein Gebäude, das 30 Meter hoch ist, fast schon zynisch, es klingt schon fast zynisch, dass man das als Lärmschutzwand deklariert und so. Bitte, bei Autobahnen sind die Lärmschutzwände viel nieder. Es wird viermal so hoch wie der Bestandsbau und nachdem etwas viermal so hoch wie der Bestandsbau wird, frage ich mich immer, wer sitzt denn auch in diesen Gremien, die die Stadtplanung in der zweiten Stufe oder gar nicht machen und in der ersten Stufe wird hier ein Einzelprojekt beurteilt und dieses Einzelprojekt, das da beurteilt wird, ist aus meiner Sicht dort viel zu hoch und viel zu dicht. Wenn man das kleiner machen würde, wäre auch die Garageneinfahrt und die andere Situation mit den Anrainern besser lösbar. Tatsachenrichtigstellung vom ressortzuständigen Kollegen Badocz. Nicht richtig, dass es eine Einzelentscheidung ist. Es basiert dieses Projekt auf einer städtebaulichen Untersuchung des Gesamtraumes Münchner Bundesstraße in diesem Bereich und bereits dort wurde diese Schwerpunktsetzung mit am Spitz mit einem höheren Gebäude thematisiert und wir haben das übernommen. So, ich habe im Senat am Montag hatten wir einen Gegenantrag von den NEOS. Bleibt der aufrecht? Der Gegenantrag heißt ohne die Stellungnahme der Magistratsabteilung 4. Wer mit diesem Gegenantrag einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Gegenantrag ist abgelehnt. Dann lassen wir den Hauptantrag abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegen Ferch. Dann Wieland, der Amtsbericht ist abgesetzt, nicht der Gemeinderat Wieland. Dr. Fuchs. Das waren die Übertragungen nicht verbrauchter Mittel. Dann die Gemeinde den Tanzer, Hauptpatzer, Hauptentwässerungsgräben, laut AV, Dr. Fuchs, Parkscheinautomaten plus der MA4, einstimmig. Dann haben wir noch einen Nachtrag, Bestellung der Mitglieder der Hauptbahnbehörde. Dann haben wir noch eine mündliche Anfragebeantwortung
gestellt vom Gemeinderat Grupperbahn Magister Hertl an die Frau Vizebürgermeisterin Hagenauer. Ja, Herr Gemeinderat, das Prozedere meines Wissens bei einer mündlichen Anfragebeantwortung ist, dass ich jetzt noch einmal die Anfragebeantwortung vorlese und vortrage. Und dann gibt es die Zusatzfragen. So ist mir gesagt worden. Der Gemeinderat Kohl kennt sich da aus. Der hat das öfter gemacht. Herr Magistratsdirektor. Herr Magistratsdirektor, wie war das jetzt korrekt? Genau. Die Anfrage, darf ich das ganz kurz sagen? Eigentlich wäre es sinnvoll, die Anfrage zu stellen. Und dann kann im Zuge der Erörterung der Anfrage können zwei Zusatzfragen gestellt werden. So steht es im Stadtrecht. Der genau. Magister Hertl stellt euch die Anfrage. Ich würde es ausreden lassen, die Frau Vizebürgermeisterin. Nach der Beantwortung dann stellen. Ja. So, jetzt passt auf, wie das geht, dass wir nichts mehr besser können. Ja. Wer noch Fragen hat, geht zum Gemeinderat Kohl. Ja. So, hoher Gemeinderat, sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, die heute mündlich zu beantworteten Fragen wurden mit Eingabe vom 19.11.2018 gestellt, und zwar: Erstens, warum werden die oben angeführten Stellen, da geht es um die Ausschreibung des Abteilungsvorstandes für die Magistratsabteilung 3 und für die Stelle des Amtsleiters der Senioreneinrichtungen erst mit 1.12. und das zweite mit 1.8.2019 bereits jetzt zur Besetzung ausgeschrieben, obwohl diese erst mit 1.8.2019 bzw. 1.12.2019 zu besetzen sind? Das war die Frage 1. Die zweite Frage, die heute mündlich zu beantworten ist: Welche Kriterien werden generell bei der Bemessung der Vorlaufzeit bei Personalausschreibungen herangezogen und welche bei den konkreten Fällen? Die dritte Frage war: Warum laufen bzw. liefen die Bewerbungsfristen für potenzielle Bewerber nur bis 16. November 2018 bzw. 7. Dezember 2018 angesichts der noch offenen Vertragslaufzeit? Und die vierte Frage, die wir gestellt haben, wurde bei der Bemessung der Bewerbungsfrist des Amtsleiters der Senioreneinrichtungen und des Abteilungsvorstandes Soziales eine längere Frist in Erwägung gezogen? Wenn ja, warum kam diese dann nicht zur Anwendung? Wenn nein, warum nicht? Herzlichen Dank für diese Anfrage, die ich gerne mündlich noch einmal beantworte. Zur ersten Frage: Die rechtzeitige Ausschreibung von komplexen Führungspositionen ist notwendig wegen des Zeitlaufes von der Ausschreibung über das Auswahlverfahren bis zur Beschlussfassung im Stadtsenat und anschließenden Einführung, Einschulung und Übergabe des Aufgabengebietes, wobei auch die Möglichkeit zum Verbrauch des meist sehr hohen Urlaubsrestes des scheidenden Dienstnehmers eingeräumt werden soll. Außerdem ist auch die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass im Fall des Mangels an Bewerbungen von geeigneten Magistratsbediensteten eine öffentliche Ausschreibung notwendig werden kann. Zweitens, das maßgebliche Kriterium ist generell die Sicherstellung eines ordentlichen und zeitgerechten Auswahlverfahrens zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Übergabe der Leitungsfunktion, abhängig insbesondere auch von der Komplexität der jeweiligen Position. Gleiches gilt für die konkreten Fälle. Drittens, die Bewerbungsfristen laufen generell 2 bis 3 Wochen. Dies wurde vom Gemeinderat so beschlossen. Viertens, es wurden keine längere Bewerbungsfrist in Erwägung gezogen, da die Bewerbungsfristen generell 2 bis 3 Wochen zu laufen haben. Siehe oben Art 3. So, zwei Zusatzfragen. Genau, Zusatzfrage Nummer 1 ist, warum ist ein Ausschreibungskriterium für die, für den Leiter der Abteilung 3 ein juristisches Studium und kein einschlägiges Fachstudium bzw. als oder Bedingung.
Und die zweite Frage ist, ob welcher Komplexität der ausgeschriebenen Position wird mit einer Vorlaufzeit von einem Jahr ausgeschrieben? Die zweite Zusatzfrage nochmal, welche Komplexität? Ab welcher Komplexität der ausgeschriebenen Position wird mit einer Vorlaufzeit von einem Jahr ausgeschrieben? Ja. Gut, erste Zusatzfrage, das Ausschreibungskriterium Jurist bei der Abteilung 3 ist so zu beurteilen, dass die Abteilung 3 wesentliche behördliche Aufgaben zu erledigen hat, sowohl am Sozialamt als auch im Jugendamt. Und da ist es wirklich wichtig, wenn der Abteilungsvorstand, Abteilungsvorständin ein Jurist oder eine Juristin ist. Und die Komplexität ist mit einem Jahr, ja, ist so, dass der jetzige Abteilungsvorstand nicht mit Dezember sozusagen zwar rechtlich in Pension gehen wird, aber sehr, sehr viele Urlaube noch abzubauen hat, ja, und die Einschulungsphase durchschnittlich Minimum 3 Monate dauert. Das heißt, wenn wir einen neuen Abteilungsvorstand, eine neue Abteilungsvorständin bestellen im Februar, im März, dann wird sie das knapp ausgehen mit dem Einschulen mit diesen 3 Monaten. Das ist die Realität. Und die Abteilung 3 ist eine zu komplexe Abteilung, als dass man das Amt des Abteilungsvorstandes brach liegen lassen könnte, weil die Verantwortung zu groß ist, gerade im Sozialamt und im Jugendamt mit den ganzen behördlichen Aufgaben. Gut, beide Zusatzfragen sind beantwortet. Dann vielen Dank. Hätte ich dann gerne eine Wortmeldung dazu, Herr Bürgermeister, wenn ich darf. Das sieht das Stadtrecht nicht vor. Ja, steht schon drinnen in im Absatz. Herr Gemeinderat Karl, ich war jetzt bei Ihnen. Also. Keine. Okay. Also was machen Sie jetzt? Der Bürgermeister, wenn ich da auf Paragraph 21 Absatz 7 verweisen darf, ja, da steht, die Behandlung bzw. Erörterung einer Beantwortung beginnt mit dem mündlichen Vortrag der Befragten. Daran anschließend findet eine Wechselrede statt. Und eine Wechselrede... Das war ja schon. Also ich weiß nicht, sag schnell, was wir sagen wollten. Eine Wechselrede ist nach meiner Vorstellung jetzt nicht einfach eine Beantwortung. Ja? Also was wollen Sie jetzt nochmal sagen? Geh bitte, passt auf. Wenn ich da noch kurz einhaken darf. Ja? Also es ist sowohl jetzt in dieser uns zugegangenen schriftlichen Beantwortung als auch heute, wird eigentlich durchwegs diese lange Vorlaufzeit mit einer Komplexität der ausgeschriebenen Führungsposition begründet. Was ich nicht ganz verstehe, ist, also ich habe auch heute keine Definition trotz Frage bekommen, was unter Komplexität da letzten Endes zu verstehen ist, weil für mich ist zum Beispiel auch der Baudirektor letzten Endes, ja, der 2016 ausgeschrieben ist, das ist eine komplexe Position. Der Magistratsdirektor ist für mich auch eine ziemlich komplexe Position. Gleiches gilt für Bau- und Feuerpolizeiamt, Amtsleiter Wohnungsamt, Abteilungsvorstand Betriebe, Abfallservice, Amtsleiter Rechnungswesen, Amtsleiter Markt- und Veterinärsamt. Diese Positionen, die ich da jetzt genannt habe, ja, die sind eigentlich alle durchschnittlich mit einer Vorlaufzeit von 6 Monaten ausgeschrieben worden. Ja. Also sprich der Hälfte von den gegenständlichen Positionen, die ausgeschrieben sind. Und was diese auch noch gemein haben, ja, die sind alle in einer Zeit ausgeschrieben worden, wo keine Wahlen anhängig war. Ja. Und für mich stellt sich schon die Frage, ja, ob diese lange Vorlaufzeit, nämlich gerade der Beginn letzten Endes, nicht doch mit den anstehenden Gemeinderatswahlen zusammenhängt. Ja. Und schreit meines Erachtens sogar wirklich zum Himmel. Es sind auch insbesondere Positionen, die der SPÖ letzten Endes zuzuordnen sind. Und es kann wirklich nicht sein, dass man quasi schon vor den Wahlen Fakten schafft.
und die Positionen noch rechtzeitig ausschreibt. Okay. Eins möchte ich nur sagen, unser Standpunkt der NEOS ist, dass Ausschreibungen von Führungspositionen und auch die Herausarbeitung der Ausschreibungskriterien künftig in der Personalkommission behandelt und beschlossen werden, damit es nicht mehr zu solchen Sachen kommt. Danke. Noch ein Stadtrecht, willst du jetzt noch was sagen? Stellen. Das ist eine Wechselrede. Ich muss was richtigstellen und die Richtigstellung ist ganz einfach. Das, was von einem Gemeinderat 88, 92 beschlossen wurde, gilt auch für die NEOS, die sozusagen erst später den Gemeinderat kennengelernt haben. Und so wie das Personalamt die Ausschreibungen vornimmt, dann richtet sich das nach den Objektivierungsrichtlinien vom 14.09.1988 und nach den erweiterten Objektivierungsrichtlinien vom 14.08.1992, die der Gemeinderat beschlossen hat. Und das haben wir uns zu halten. Das tun wir. That's it. Gut, damit haben wir das auch geklärt. Meine Damen und Herren, der Karl Valentin hat einmal gesagt, wenn die stillste Zeit wieder vorüber ist, dann wird es wieder ruhiger. Frohe Weihnachten.